Mein Name ist Corbinian Rüger, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für praktische Philosophie und Ethik an der LMU in München. Und wir dürfen hier heute zu Gast sein mit unserem Format Nachgefragt, das wir am Zentrum für praktische Philosophie und Ethik an der LMU vor ungefähr 3 Jahren, ziemlich genau, glaube ich, vor 3 Jahren angefangen haben, alles natürlich online damals noch. Und die Idee von dem Zentrum, dessen Sprecherin Monika Betzler ist, von der ich Sie alle herzlich grüßen darf, die Idee von diesem Zentrum ist es, normative Reflexion in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das ist genau das, was wir heute hier machen. Und wir haben unterschiedliche Formate gehabt, also pro Semester immer 3 Folgen, die Sie zum Teil auch auf dieser eben genannten Philpublica-Seite sehen können, die Aufzeichnung davon. Da haben wir gesprochen über Kriegsethik, über Klimaethik, über Medizinethik, über Armut, über den richtigen Umgang mit Tieren, um ein bisschen deutlich zu machen, wie stark eigentlich normative Überlegungen für ganz viele Themen in der Öffentlichkeit wichtig sind und es oft den Menschen, glaube ich, gar nicht so klar ist, was die Rolle von der Ethik und der Philosophie eigentlich bei all diesen Themen ist. Also wir versuchen auch vielleicht so ein bisschen Werbung für unser Fach zu machen mit diesem Format. Und heute dem opulenten Raum angemessen, haben wir unser Format ein bisschen erweitert. Wir haben nämlich sonst immer nur einen Gast oder eine Gästin, mit der Paulus Kaufmann, der Moderator des heutigen Abends, dann eben über ein Thema spricht und auch das Publikum einbindet. Heute haben wir aber 2 ausgezeichnete Gäste, die Paulus Ihnen allen gleich noch vorstellen wird. Das war es von mir, der zweite kleine Werbeblock zur LMU und zu unserem Zentrum für Ethik und Philosophie in der Praxis an der LMU. Und jetzt wünsche ich allen ganz viel Spaß und ja, auch freudige Diskussion später. Ja, zu guter Letzt auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein können. Mein Name ist Paulus Kaufmann. Ich mache heute die Moderation und vielleicht Romy und Corbinian haben schon sehr, sehr vieles gesagt zu dieser Veranstaltung, zu Grundideen, die wir haben. Vielleicht kann ich nur kurz, bevor wir anfangen, noch einmal Sie ermutigen. Diese Veranstaltung ist Ihre Veranstaltung. Wir sitzen hier vielleicht jetzt so ganz prominent, aber wir möchten mit Ihnen reden. Ja, und also das ist jetzt auch egal, ob Sie Fachphilosophinnen sind oder einfach sich grundsätzlich für das Thema interessieren. Ne, die Veranstaltung heißt auch Nachgefragt, weil wir Ihnen eine Chance geben möchten, nachzufragen. Ja, tun Sie das, nutzen Sie das bitte. Sie sind alle ganz herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Wir freuen uns über Ihre Fragen. Und vielleicht sage ich kurz was zum Ablauf, dass Sie das so einschätzen können. Wir haben uns bewusst entschieden bei diesem Format, dass wir jetzt nicht so Vorträge halten, weil dann steht da meistens jemand so ganz oben und hält dann einen Vortrag, der meistens so perfekt durchformuliert ist und dann fällt es dann nachher dann doch schwer, wenn man sagen will, ja, ich habe jetzt irgendwie nicht so genau verstanden, was das heißt. Und um diese Hürde auch so ein bisschen zu nehmen, verfolgen wir bei Nachgefragt ganz bewusst eben auch das Programm, dass wir sagen, wir führen ein Gespräch. Wir führen jetzt schon ein Gespräch miteinander. Ich werde jetzt unsere beiden Gäste interviewen. Und weil wir das erste Mal jetzt eben auch 2 Gäste haben, können die dann auch aufeinander eingehen. Aber dann spätestens ist eben auch, dann ist eben auch der Moment, wo ich dann irgendwann sagen werde, und jetzt alle. Und dann können Sie sich eben gerne melden und bitte Ihre Gedanken, und die müssen auch nicht perfekt ausformuliert sein, Fragen eben auch mit einzubringen. Vielleicht, das kennen Sie, letztens bei einer Veranstaltung habe ich mal gesehen, da stand, seien Sie kurz und respektvoll. Ich glaube, das versteht sich von selbst, aber ist vielleicht nochmal ganz gut, das so ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Genau, dann freue ich mich sehr, dass wir jetzt einsteigen in das Gespräch. Corbinian Rüger hat gesagt, ich werde jetzt unsere Gäste vorstellen. Auch das ist etwas, was ich jetzt nicht so ganz typisch akademisch machen werde, indem ich jetzt hier ein CV vorlese und die bekanntesten Publikationen unserer illustren Gäste hier mit Ihnen teile, sondern auch hier wollen wir schon eigentlich ins Gespräch sofort einsteigen. Also zumindest sage ich mal Ihren Namen, also Frank Dietrich von der Heine-Universität in Düsseldorf und Stefan Gosepat von der Freien Universität Berlin. Und meine Frage, mit dem wir auch traditionell sozusagen bei Nachgefragt einsteigen, ist immer die Frage, wie sind Sie eigentlich zur Philosophie gekommen? Und
Vielleicht, Frank Dietrich, können wir mit dir anfangen. Ja, also über viele Umwege bin ich zur Philosophie gekommen. In der Schule hat mich Philosophie gar nicht begeistert. Da habe ich das Fach zunächst einmal abgewählt, weil ich mich furchtbar gelangweilt habe. Dann habe ich begonnen, Politikwissenschaften zu studieren, habe das Studium auch zu Ende gebracht und habe eigentlich nur im zweiten Nebenfach Philosophie studiert, mich aber sehr stark vor allen Dingen für Fragen der politischen Theorie und Ideengeschichte auch in den Politikwissenschaften interessiert und so dann eine gute Brücke in die Philosophie gefunden und dann letztlich auch da promoviert und bin im Grunde erst über die Promotion zum Vollphilosophen geworden, wenn man das überhaupt sagen kann. Ja, vielen Dank. Stefan, wie war das bei dir? Ja, also ich bin ganz instrumentell zur Philosophie gekommen. Das ist ein bisschen peinlich für einen professionellen Philosophen, wenn man mich dann so nennen darf, das so zu erzählen. Aber inzwischen kann ich da drüber stehen. Zeigt auch, was das instrumentelle Vernunft dann doch manchmal ganz hilfreich ist. Also die Story ist folgende. Ich bin mit 14 aus der katholischen Kirche ausgetreten. Und der Pfarrer hat mich zitiert und mein Vater, der ganz ängstlich vor dem Pfarrer war, hat gesagt, du musst da jetzt hingehen und musst dem Rede und Antwort stehen. Ist ja auch schon eine philosophische Tugend. Und dann wollte ich mir nicht die Blöße geben zu sagen, dass mir das einfach in der Predigt zu langweilig war und jeden Sonntagmorgen um 11 da in der Kirche zu sein. Und dann bin ich in die Stadtbibliothek und habe mir religionskritische Schriften rausgesucht. Ich weiß nicht, wer mir da geholfen hat. Auf jeden Fall ist mir Feuerbach in die Hand gedrückt worden, vermute ich mal. Ich werde bestimmt nicht gewusst haben mit 14, wer das war. Dann habe ich angefangen, das zu lesen. Und erstens habe ich dann eine ganze Menge dem Pfarrer erzählen können, der irgendwie sichtlich beeindruckt war, dass zwar alles falsch fand, aber trotzdem beeindruckt war und mich dann in Gnaden entlassen hat. Aber ich habe dann Feuer gefangen. Also mich hat das dann interessiert und ich dachte, ja, das ist doch irgendwie spannend. Und so bin ich durch diesen ganz, durch diese Hilfstreppe eigentlich zur Philosophie gekommen. Ist doch sehr schön. Haben wir der katholischen Kirche ja doch was zu verdanken, sonst würdest du nämlich nicht heute Abend hier sitzen. Ja. Genau, steigen wir mal ins Thema ein. Letztens jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, dass im Grunde genommen leben wir gerade eigentlich sozusagen mindestens mal in der Dekade der Erbschaften. Also in den letzten 10 Jahren hat sich die, also wenn wir es jetzt an den Summen messen, die da vererbt werden, hat sich das in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Ja. Wenn man dann ein bisschen genauer hinguckt, wer bekommt da eigentlich was, dann sieht man, dass dass gerade die großen Summen, die vererbt sind, dann an Menschen gehen, die auch ohnehin schon recht vermögend sind. Stefan, du beschäftigst dich jetzt intensiv mit eben dieser Frage des Erbens. Wie würdest du das bewerten aus moralischer Sicht, diese Fakten? Ja. Darf ich die Fakten vielleicht noch ein bisschen plakativer machen mit unbedingt 2, 3 Sätzen? Also in Deutschland, ich rede jetzt erstmal nur über Deutschland, das ist ein weltweites Phänomen, aber lass uns erstmal hier bei Deutschland bleiben, zu Hause. Und das ist jetzt schon wiederum nicht ganz so einfach, weil wir ja eigentlich von 2 Deutschländern reden. Ja? Also in Westdeutschland ist es jetzt doch so, dass die Aufbaugeneration nach dem Zweiten Weltkrieg, die Wirtschaftswundergeneration, die tritt jetzt ab, auch in dem Sinne, dass sie ins Grab abtritt und vererbt ihr Vermögen an die Babyboomer, zu dem ich jetzt auch selber gehöre. Und dann, das ist einerseits die großen Summen, weil jetzt damals zum ersten Mal, also der Erste Weltkrieg, die große Inflation und der Zweite Weltkrieg waren große Gleichmacher, haben nicht alles weggemacht, aber große Gleichmacher. Deshalb beginnt in gewisser Weise die große Karriere in Westdeutschland dann wirklich mit dem Wirtschaftswunder. Und die vererben jetzt auf einmal eben massiv Geld, das ist schon genannt worden, 400 Milliarden im Jahr. Das ist so eine Summe, die kann ich mir auch nicht vorstellen, nur dass man da irgendeine Vorstellung kriegt, ist 10% des Bruttoinlandsprodukts, ist sozusagen vererbtes Vermögen. Und jetzt ist die Sache natürlich, jetzt komme ich auf die moralische Bewertung, die jetzt sofort kommt. Das erste ist, dass wir Ostdeutschland haben. Aus offensichtlichen Gründen vererbt wird in Ostdeutschland nicht in dem Fall so groß vererbt. Das liegt natürlich im Wesentlichen daran, dass es ganz wenig Privatvermögen, schon gar nicht an Produktivvermögen gibt. Und deshalb ist schon die erste offensichtliche Ungleichheit, die gar nicht so groß thematisiert wird, ist natürlich, dass es eben die Westdeutschen gibt, westdeutsche Kinder wie ich, die gar nichts dafür können, in Westdeutschland geboren worden zu sein, die einfach deshalb schon erben, weil sie in Westdeutschland geboren worden sind. Und natürlich Ostdeutsche, die das eben nicht haben. Und dann ist der Punkt, jetzt moralisch gesprochen, der natürlich der allerwichtigste ist, wenn alle gleich erben würden,
dann wäre da gar kein Problem. Dann kriegen wir alle Geldregen, ist doch schön. Das Problem ist natürlich, die einen kriegen und die anderen kriegen nicht. Und Jens stellt sich sofort die Frage, mit welchem Grund ist das gerechtfertigt? Und dann kommen wir in die moralische Beurteilung. Ich würde euch da erstmal stoppen und oder soll ich gleich nochmal einen Satz sagen, wo die Probleme liegen? Einen Satz glaube ich nicht ganz, aber jedenfalls, also vielleicht können wir das als Grundthese festhalten. Dass, also Vererben ist jetzt in deinem Sinne nicht an sich das Problem, sondern eben, dass es auf die Art und Weise, wie es geschieht, nämlich sehr ungleich und damit, wenn ich das richtig raushöre, ungerecht. Ja, genau. Und wie würdest du das weiter beschreiben? Also wie, welche Gerechtigkeitspunkte sind hier berührt? Weil es ist die Gleichheit alleine, und den Punkt hattest du schon genannt. Genau. Ich mache es jetzt, auch in dem Buch, das ich jetzt schreiben will, versuche ich erstmal mit Gerechtigkeitsintuition, also sagen wir mal Bauchgefühl über Gerechtigkeit, anzufangen, dass wir, so glaube ich, alle teilen. Es gibt große, dicke Bücher über Gerechtigkeit und ich könnte jetzt sagen, wie das bei Rawls ist oder sonst was und dann sagen andere Leute, ja, aber ich glaube nicht an die Theorie von Stefan. Rawls, sondern ich glaube an die So-und-So-Theorie. Darauf will ich das Mikro bitte so halten. Ja, darauf will ich mich gar nicht einlassen, sondern ich gehe von zwei Intuitionen aus, von denen ich annehme, dass wir die fast alle teilen, in Deutschland zumindest. Das eine ist Chancengleichheit. Ja, wir finden es natürlich ganz ungerecht, wenn jemand in der Schule nur deshalb besser ist, weil er aus einem reicheren Elternhaus kommt. Oder wenn jemand in der Universität besser ist, weil er finanzielle Mittel von zu Hause hat, die andere nicht haben. Deshalb zum Beispiel ist in Deutschland gibt's kein Schulgeld, kosten Universitäten nichts und so weiter. Das ist, glaube ich, eine weit verbreitete Intuition, dass es Chancengleichheit geben soll. Und das heißt zumindest, dass die Frage, ob man mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden ist oder nicht, keinen entscheidenden Einfluss darauf haben soll, welche Karrieren man macht. Und jetzt das Vererben, das schon Prinzip verletzt, ist, glaube ich, sofort klar, weil Vererben natürlich genau finanzielle Mittel bereitstellt, mit denen man mehr Chancen im Leben hat. Geld lässt sich sofort in Chancen übersetzen. Und deshalb ist in dem Maße, in dem man unverdient etwas erbt, eine Chancengleichheit verletzt. Und das zweite Prinzip, das habe ich schon angedeutet, Verdienst. Wir finden in der Regel, dass die Ungleichheit von Einkommen dann gerechtfertigt ist, wenn sie verdient ist. Das ist jetzt ein kompliziertes Thema. Der geschätzte Kollege hier hat ein schönes Buch geschrieben, Wer verdient schon, was er verdient. Aber bleiben wir erstmal bei der Gedanke. Der Grundgedanke ist ja zumindest auch schon wieder in der Schule, auch schon in der Universität und so weiter, dass es die eigene Leistung sein soll, die dazu führt, dass man bessere Noten kriegt. Und natürlich im Beruf wird man auch sagen, wie hoch das Einkommen ist, soll eigentlich damit irgendwie korreliert sein, wie stark man sich anstrengt, was man leistet, welche Verantwortung man trägt und was immer die üblichen Kriterien sind. Das Erbschaft, das Prinzip jetzt wieder verletzt, ist auch ganz offensichtlich. Denn offensichtlich kriegt man Geld oder sogar Betriebe oder einen kleinen Bäckerbetrieb oder sonst was, ganz unabhängig davon, ob man eine bestimmte Leistung gebracht hat oder nicht. Und insofern ist, glaube ich, klar, dass Erbschaft zwei ganz grundlegende Gerechtigkeitsprinzipien in dieser Gesellschaft verletzt und deshalb allein schon wenigstens prima facie, wie wir Philosophen sagen, auf den ersten Anschein hin ungerecht ist. Sehr gut, vielen Dank. Also diese beiden Punkte halten wir fest, Chancengleichheit, Leistungsprinzip. Was folgt konkret? Heißt das, die gängige Praxis, die ist uns ja allen vertraut, ne? Und das kennen wir eigentlich gar nicht anders. Sollen wir die komplett abschaffen? Ja, manchmal dürfen Philosophen ja radikal sein und die These wäre, ja, Erbschaft ist ungerecht und was macht man mit Ungerechtigkeiten? Die beseitigt man, sofern man kann. Und in dem Sinne, das wäre also genau die These, die gängige Lösung, die wir sonst haben und die werden wir sicherlich auch diskutieren, ist, dass normalerweise gesagt wird, ja, das muss man ausgleichen und man muss Steuern zahlen und so weiter und so weiter. Ich bin da radikaler, ich bin dafür, dass diese Erbschaften verboten werden, in dem Sinne abgeschafft werden. Das heißt natürlich letztendlich das Gleiche wie 100% Steuern. Die gehen dann an den Staat und der Staat soll sie, und vielleicht lassen Sie mich den Satz noch sagen, mir geht es jetzt darum, nicht, dass die hätten erben sollen, nichts kriegen und die anderen kriegen sowieso nichts. Also alle kriegen nichts. Ja, das ist Leveling Down, das ist sozusagen alle nach unten drücken. Mir geht es natürlich gerade darum, dass diejenigen, dass
zu vererbende Vermögen so verteilt wird, dass alle was von dem vererbten Vermögen bekommen. Dass also eine größere Gleichheit ist, dass der Geldsegen, so ein bisschen platt ausgedrückt, sozusagen auf mehr Leute verteilt wird. Also Leveling up, die Leute nach alle nach oben heben. Das ist natürlich der Effekt. Also Erbschaft soll verboten werden, dadurch wird es hundertprozentig versteuert und aus den Steuereinnahmen soll irgendwie die Umverteilung an alle erfolgen. Jetzt scheint ein naheliegender Ausweg zu sein, also für jetzt eine reiche Familie zu sagen, ja gut, wenn, also ich weiß, mein Erbe wird dann sowieso einkassiert, naja, dann vergebe ich es halt, solange ich noch lebe. Das heißt, deine These müsste im Prinzip Schenkungen mit einschließen oder also eine sehr starke Regulierung jedenfalls von Schenkungen, oder? Genau so ist es. Nun haben wir es im deutschen Steuerrecht ja auch so, dass das Steuerrecht schon in der Hinsicht so progressiv ist, dass es diese Schenkung, also wenigstens einen großen Teil der Schenkung, als Umgehung der Erbschaftssteuer deutet und dementsprechend zumindest mit dem gleichen Steuersatz belegt wie Erbschaften. Und dementsprechend kann ich mich da ganz parallel zu verhalten, da bei mir der Erbschaftssteuersatz 100% ist, würde ich auch sagen, der muss auf Schenkungen in dem Sinne auch auf 100% sein. Das ist jetzt eine sehr radikale Konsequenz. Ich weiß, dass ich da sehr gegen die Intuition verstoße. Jetzt sollte ich eine Ausnahme, das ist vielleicht auch die einzig wichtige Ausnahme, außer wir reden über Betriebsvermögen, aber wenn wir von Privatvermögen reden, die einzige Ausnahme, dass erstens natürlich der Blumenstrauß und das kleine Aufmerksamkeitsgeschenk, darum geht es natürlich hier überhaupt nicht. Wir wollen ja große Vermögen und die Ungleichheit durch große Vermögen tangieren. Das heißt, hier wird man einen sehr hohen Freibetrag ansetzen können, weil das sozusagen, weil Schenken ja selber erstmal eine Tugend ist. Ja? Und dann finde ich außerdem noch ganz wichtig, und das ist ja auch für Familienbande und die Kohäsion in der Gesellschaft wichtig, dass Memorabilia, also symbolische Werte, an denen man sagt, daran erinnere ich mich, mein Großvater hat die goldene Uhr getragen und die hat ihn im Ersten Weltkrieg gerettet, weil so und so, so und so, so und so, irgendeine Geschichte, dann finde ich, das ist ein guter Grund zu sagen, jemand kann die goldene Uhr erben. Und jetzt weiß ich natürlich, dass Sie sofort sagen, ja, aber die ist von Patek Philippe und kostet heutzutage 50.000 oder 100.000 Euro. Gut, okay, und da muss man dann eben auch wieder einen Freibetrag einziehen irgendwie, damit das natürlich nicht über diesen Umweg wieder dazu führt, dass alle Leute sagen, ja, also mein Schloss in Versailles, habe ich auch so gute Erinnerungen dran, möchte ich auch gern behalten, ja. Okay, alles klar. Also wenn ich das vielleicht kurz zusammenfasse, die Idee wäre 100% Erbschaftssteuer, aber so etwas wie, und die gilt entsprechend auch für Schenkungen, aber damit jetzt Weihnachtsgeschenke dieses Jahr nicht ganz ausfallen, also schon so etwas wie Freibeträge und eben diese Sonderregelung für jetzt besonders, ja vielleicht eben mit persönlichen Erinnerungen behaftete Gegenstände. Genau. Ja, das ist die Idee. Super, vielen Dank. Frank, wir kommen zu dir und du hast jetzt die schwierige Aufgabe, diese radikalen Thesen zu widerlegen. Und ist es dann so, also wenn du jetzt hier widersprechen möchtest, dass du sagen würdest, nein, wir haben doch ein Recht zu erben? Also nicht genau so. Ich würde nicht sagen, dass wir ein Recht zu erben haben, genauso wenig wie wir ein Recht haben, von irgendjemandem Geschenke zu erhalten. Ich denke aber, wir haben ein Recht zu vererben. Jedenfalls dann, wenn wir unser Vermögen in legitimer Weise erworben haben. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum sollten wir dieses Recht zuerkennen? Und ich glaube, da muss man erstmal ein paar Worte über die Bedeutung von Eigentumsrechten generell sagen, denn das Recht zu vererben ist ja eine Facette der Ausübung von Eigentumsrechten. Und Eigentumsrechte erlauben uns, einen persönlichen Freiraum zu nutzen und eigene Projekte und Ziele zu verfolgen. Wenn alles in Kollektiveigentum wäre, müssten wir eben andere um Erlaubnis fragen oder es gäbe andere Institutionen oder Personen, die direkt darüber bestimmen würden, wie dieses Kollektiveigentum verwendet werden kann. Das heißt, meine eigenen Projekte, meine eigenen Ziele kann ich vor allen Dingen dann gut verfolgen, wenn ich selber über Privateigentum verfüge, mit dem ich machen kann, was ich möchte. Und nun sind gerade die Projekte, die auf lange Zeit angelegt sind, die einem typischerweise besonders wichtig sind, wie eine Familie zu gründen,
ein Haus zu bauen und zu unterhalten, vielleicht ein kleines Unternehmen, aber auch soziales Engagement. Vielleicht kümmert man sich um die Jugendabteilung in irgendeinem Sportverein. Das sind ja alles Projekte, die nicht mit dem eigenen Tod abreißen. Ja, also das Wohlergehen meiner Kinder ist mir natürlich auch dann noch wichtig, wenn ich selbst nicht mehr lebe. Und insofern ist es für mich natürlich auch wichtig, mein Eigentum über meinen Tod hinaus so verwenden zu können, dass die Projekte, die mich als Person bestimmen, die meinem Leben Strukturen Sinn gegeben haben, auch weiter verfolgt werden können. Und deswegen glaube ich, ist eben das Recht, vererben zu dürfen, von grundlegender Wichtigkeit. Okay, das heißt also, dass jetzt in deinen Augen, zum einen du hebst sehr stark hervor eben die Bedeutung jetzt von Privateigentum und auch wenn du den Begriff nicht so verwendet hast, denke ich aus ja, liberalen oder freiheitlichen Gründen. Ne? Also es gehört doch in unserer Vorstellung ganz wesentlich zur Freiheit von uns als Individuen, dass wir eigene Projekte verfolgen können. Und dafür, für viele Projekte brauchen wir irgendwie Privateigentum. Ne? Das scheint jetzt erstmal plausibel. Vielleicht könntest du den letzten Punkt nochmal ausführen, weil jetzt könnte ja ein Zugang, und ich glaube, Stefan Gosepatz Zugang wäre ja auch sozusagen, Privateigentum soll es auch geben, aber man könnte ja sagen, das Interesse daran erlischt doch eigentlich mit dem Tod. Genau, du hast schon ein paar Sätze dazu gesagt, vielleicht könntest du das noch mal genauer ausführen. Warum ist das in deinen Augen nicht so? Warum endet unser Interesse, unser legitimes Interesse am Privateigentum eben gerade nicht damit, wenn wir sterben? Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube nicht, dass man noch als Toter Interessen hat, sondern dass man schon als Lebender antizipieren kann, dass bestimmte Wünsche, die man über den Tod hinaus hat, dann nicht respektiert werden. Das schadet einem als Lebender. Also wenn ich jetzt schon weiß, dass ich ja eigentlich wünsche, dass auch noch meine Kinder in meinem Häuschen leben können oder was für Projekte ich auch immer über meinen Tod hinaus mit meinem Eigentum verfolgt sehen möchte. Wenn ich jetzt schon weiß, da kümmert sich niemand drum, das wird nicht respektiert, weil ich tot bin, dann ist das natürlich für mich schon ein großes Problem als Lebender, denn da werde ich jetzt schon drunter leiden, weil mir das eben so wichtig ist. Und ich glaube, da ist auch eine Parallele zu unserem Umgang mit Organtransplantationen ganz hilfreich. Ja, da haben wir ja einen Fall, in dem wir zu Lebzeiten darüber bestimmen, ob unsere Organe nach unserem Ableben anderen zur Verfügung gestellt werden sollen. Und da könnte man vielleicht mit viel stärkeren Gründen sagen, warum respektieren wir das denn überhaupt? Wenn die betreffende Person tot ist, warum entnehmen wir die Organe nicht eigentlich? Denn da geht es nicht um Gleichheit, da geht es um das nackte Überleben. In Deutschland sterben viele Menschen jedes Jahr auf der Warteliste. Und dennoch, glaube ich, haben wir eine starke Intuition, dass wir die über den Tod hinausgehenden Wünsche, die Vorausverfügungen respektieren sollten. Und genau aus denselben Gründen, weil es für uns unter Umständen furchtbar wäre, jetzt zu wissen, also wenn man zum Beispiel seine Organe nicht spenden möchte, aus was für Gründen auch immer, jetzt schon zu wissen, naja, wenn ich tot bin, wird sich da niemand drum scheren. Dann werde ich ausgeweidet, wenn ich das mal so sagen darf. Und das wäre natürlich eine riesengroße Belastung für Personen, die das gerade nicht wollen. Und da respektieren wir selbstverständlich antizipierende Vorausverfügungen über den Tod hinaus. Also es geht nicht um jetzt irgendwelche Rechte von toten Seelen sozusagen, sondern eben es geht darum, dass das einen erheblichen Einfluss auf uns hat, welche Projekte wir überhaupt sinnvoll verfolgen können, wenn wir schon wissen, dass unsere Interessen jetzt nach dem Tod nicht mehr berücksichtigt werden. Ja. Was würdest du sonst noch sagen jetzt zu dem konkreten Vorschlag Erbschaftssteuer weg oder Entschuldigung, Erbschaftssteuer 100%, Schenkungssteuer 100%. Siehst du da noch weitere Umsetzungsschwierigkeiten vielleicht auch?
Ja, jede Menge natürlich. Und vieles hat Stefan Gosapat ja im Grunde schon selbst genannt. Also ich will mal vielleicht vorweg sagen, ich bin nicht grundsätzlich gegen die Besteuerung von Erbschaften. Ja, so wie andere Finanzquellen auch genutzt werden können, um bestimmte Staatsaufgaben zu erfüllen, kann natürlich auch eine Erbschaftssteuer sinnvoll sein. Ich glaube, der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass der Stefan Gosepart eben 100% besteuern möchte und meine Besteuerung würde die Erbschaft in der Substanz immer noch intakt lassen, damit eben die über den Tod hinausgehenden Projekte und Ziele noch weiter realisiert werden können. Das schließt aber nicht aus, dass man auch mit höheren Erbschaften progressiv steigend besteuern kann. Ja. Gut, wenn man so stark eingreift, ist natürlich eine Folge, und darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, dass man auch im Vorfeld Schenkungen verbieten muss. Im Grunde muss man wahrscheinlich auch so Dienstverträge zwischen Kindern und ihren Eltern zum Beispiel verbieten. Also ich könnte ja damit beginnen, nun mit dem wöchentlichen Einkauf, den ich im Augenblick für meine 85-jährige Mutter erledige. Das mache ich im Augenblick noch kostenlos, aber wir könnten uns dann ja überlegen, naja, das nutzen wir doch irgendwie, um sozusagen einen schleichenden Transfer des Vermögens in Gang zu setzen und mich für diese Dienstleistung zu entschädigen. Und in all diesen Fällen muss ja irgendwie der Staat interagieren und da jetzt entscheiden, ist das noch zulässig oder auch oder nicht. Und insofern geht der Eingriff in die Privatsphäre und in die Freiheitssphäre ja weit über die reine Erbschaft hinaus, sondern betrifft Schenkungen, betrifft Verträge auf Gegenseitigkeit. Da muss im Einzelfall darüber entschieden werden, was hat denn einen besonderen emotionalen Wert, was nicht. Und ja, das vermittelt ja auch eine enorme Machtposition an staatliche Behörden, die das alles irgendwie durchsetzen und administrieren müssen. Und das finde ich einigermaßen bedenklich. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel Futter auch für die Diskussion. Trotzdem würde ich jetzt vielleicht erst noch mal hier einmal hin und her spielen. Stefan Gosepat, was? Ja, danke. Das sind natürlich gute Einwände, mit denen man sich auseinandersetzen muss, ich auch. Ich fange mal ganz grundsätzlich an. Ich bestreite, glaube ich, den entscheidenden Punkt, den du am Anfang gemacht hast, dass zum Eigentumsrecht gehört, das Recht zu transferieren, auch nach dem Tod. Das ist die Standardauffassung, dass das zum Eigentum gehört. Also du hast ja schon mit Recht gesagt, ich bestreite nicht Privateigentum. Ich finde Privateigentum wichtig aus Freiheitsgründen. Also da so radikal bin ich nicht. Aber ich finde die These, also genau wie das jetzt gerade von Frank auch schon gesagt worden ist, es geht in der Regel, sind Eigentumsrechte ein Bündel von Rechten. Zu einem Eigentum gehört, dass man verschiedene Sachen mit dem Eigentum machen darf. Zum Beispiel Leute davon auszuschließen, in meine Wohnung zu kommen oder auf mein Grundstück zu gehen oder mein Auto zu benutzen und eben, dass man das verkaufen darf oder verschenken darf. So einfach ist es aber gar nicht. Und jetzt nehme ich da zwei, drei ganz triviale Beispiele. FC Union-Ticket letzten Samstag. Wer das Glück hatte, ein Ticket zu haben hier, schwer begehrt in Berlin, durftet ihr nicht verkaufen. Die sind nicht Transfer, die sind namentlich, da steht ein Name drauf auf dem Ticket und die darf man nicht verkaufen. Das Flugticket darf man nicht mehr flugscham. Ich weiß aber, wer noch mal eins hatte oder sich noch daran erinnert. Ja, da sind, die sind auch namentlich gekennzeichnet, darf man nicht verkaufen. Die verfallen, wenn man den Flug nicht antreten kann. Dafür gibt es jetzt jeweils Praktikabilitätsgründe, warum das so ist. Aber was man an dem Beispiel sieht, ist, es gibt Gründe der Allgemeinheit, weshalb wir Eigentumsrechte ausschließen. Wir würden trotzdem nicht sagen, das Flugticket gehört nicht mir. Ich habe es bezahlt und ich habe auch das Recht, dafür eine Leistung zu kriegen. Es gehört mir schon, es ist Privateigentum, aber das Privateigentum ist in einer Hinsicht eingeschränkt. Ich darf es nicht veräußern.
Und jetzt ist der gleiche Punkt, finde ich, eben bei anderen Sachen auch. Man muss sich jetzt überlegen, ob die Veräußerung, also nicht die käufliche, sondern das Verschenken oder die Vererbung, eine starke Beeinträchtigung des Allgemeinwohls ist. Und meine These war ja, das ist der Fall ab einer bestimmten Höhe. Ja? Und deshalb, finde ich, kann man mit der gleichen Begründung auch sagen, deshalb muss es hier eine Einschränkung geben, ohne dass das Privateigentum aufhört, Privateigentum zu sein. Also das wäre, glaube ich, der wichtige Punkt. Die anderen Praktikabilitätsgründe sehe ich. Ich sehe auch den Einwand gegen den großen Staat sozusagen. Da muss man natürlich sehen, dass es Möglichkeiten gibt, das zu umgehen, indem man zum Beispiel viel mehr Privatinitiativen durch Spenden oder so etwas macht. Ein Punkt lass mich noch sagen, also das Beispiel fand ich jetzt ganz, ganz interessant mit dem Sohn, der sich um seine Mutter kümmert und da natürlich dann gegebenenfalls heimlich Geld abzieht, ja. Gut, aber sozusagen jetzt der Punkt wäre doch genau der, wenn dieser Sohn ein Geschwister hat, dann ist nicht der Staat, der kontrolliert, aber das Geschwister wird sehr genau gucken, ob der Sohn, der sich um die Mutter kümmert, nicht bei der Gelegenheit sich bereichert oder nicht. Sollte er nicht, und natürlich bei geschwisterlichem Vertrauen unterstellt man, dass das nicht tut, aber wenn der Verdacht aufkommt, dass das doch tut, dann wird... Ich will nur sagen, dieses Mikromanagement kommt dann auch auf. Das kommt unter Geschwistern schon auf. Und ich meine, manchmal ist ja nichts schlimmer als eine Erbengemeinschaft. Ja? Der Streit ist ja vorprogrammiert. Also insofern ja, aber den Streit haben wir auch in anderer Hinsicht, selbst wenn es zum Erben kommt. Frank Dietrich. Ja, also den grundsätzlichen Punkt, dass die Transferierbarkeit von Eigentumsrechten unter Umständen auch eingeschränkt werden kann, möchte ich natürlich gar nicht bestreiten. Ich glaube nur, dass das der absolute Ausnahmefall sein muss. Gewissermaßen die Pointe von Eigentumsrechten ist ja, dass sie es mir ermöglichen, mit dem Eigentum so ziemlich tun zu können, was ich möchte. Und jede Schranke der Transferierbarkeit steht dem ja entgegen. Und insofern, glaube ich, muss man sehr, sehr starke Gründe haben, um im Einzelfall ein Eigentumsrecht in seiner Transferierbarkeit einzuschränken. Und du hast ja jetzt Gemeinwohlgründe über die Gleichheit geltend gemacht. Und ich habe versucht, dem entgegenzuhalten, was eigentlich der Wert des Vererbens ist, warum das für unsere persönliche Biografie, für das, was unsere eigenen Projekte, unsere Identität unter Umständen ausmacht, eben wichtig ist. Und das würde ich deutlich höher gewichten als die Gleichheitsziele, die du genannt hast und über die wir wahrscheinlich gleich dann auch noch reden werden. Noch kurz einen Punkt zu dem Beispiel. Also klar ist ja, dass über das Erbe hinaus auch noch das Verschenken eingeschränkt werden muss. Und meine These war, auch das kann umgangen werden, indem einvernehmlich nun Verträge zwischen Kindern und den Eltern, das kann ja auch einvernehmlich sein, die Geschwister können sich ja jetzt nun in verschiedene Dienstleistungen aufteilen und auch das muss ja im Grunde alles kontrolliert werden und auch da muss ja irgendwie dann eingegriffen werden, damit nicht über diesen Weg dann Eigentum abfließt. Okay. Gut, vielen Dank. Ich denke, Stefan, du hast natürlich jetzt auch noch wieder Gedanken im Kopf, die du erwidern könntest. Aber ich würde sie jetzt sehr, sehr gerne hier mit einbeziehen. Wir haben ungefähr auch noch die Hälfte der Zeit, also ganz wunderbar. Und ich denke, die Positionen sind auch sehr, sehr klar geworden. Also würde mich jetzt sehr, sehr interessieren, was geht Ihnen durch den Kopf? Welche Fragen, Einwände und so weiter haben Sie? Ich glaube, der Herr mit der Kappe hatte sich als erstes gemeldet. Dann habe ich den blauen Pullover gesehen, dann Sie. Mir fehlt in dieser Diskussion in Deutschland, auch in der Philosophie allgemein, immer die Diskussion des Themas Gleichheit versus Ungleichheit. Und da hat ein englischer Wissenschaftler, Professor Wilkinson, in England ein Buch veröffentlicht, das heißt, glaube ich, in Deutschland auch Gleichheit macht glücklich, ein bisschen komisch übersetzt. Aber die These ist einfach naturwissenschaftlich erforscht, dass Ungleichheit macht krank und unglücklich und Gleichheit macht gesund und glücklich. Und noch schärfer formuliert ist es in einem ganz frisch erschienenen Buch von Ray Dalio, das ist der Gründer und Eigentümer von Bridgewater, also von einer der größten Vermögensverwaltungen,
der in dem Buch eigentlich erforscht, Rise and Fall of Imperias, dass wenn eine Gemeinschaft oder ein Staat immer weiter zur Ungleichheit tendiert, dann endet das am Ende im Bürgerkrieg oder in einer gewalttätigen Revolution. Vielen Dank. Sie haben Ihre Frage jetzt nicht an einen hier vorne gerichtet. Ich würde fast vorschlagen, vielleicht Frank Dietrich, vielleicht, also, oder ist, genau, Stefan Gose, du kannst natürlich dann auch noch was dazu. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine interessante Frage, die ja im Grunde viele empirische Punkte berührt. Also ich kenne die Bücher nicht, die Sie gerade zitiert haben. Ich würde aber vermuten, dass Ungleichheit nicht diese extreme Wirkung hat, die Sie ihr zuschreiben. Also es macht ja einen großen Unterschied, ob wir in einer Gesellschaft leben, die ein mehr oder weniger funktionierendes Sozialsystem hat, in dem wesentliche grundlegende Bedürfnisse gedeckt sind. Und die Ungleichheit darüber hinaus scheint mir wesentlich weniger gravierend zu sein als die Ungleichheit zwischen Personen, die gar nichts haben, und solchen, die dann relativ gut gestellt sind. Und auch da würde ich auch das größte soziale Spaltungspotenzial sehen. Aber ich hatte ja gerade auch schon gesagt, ich würde nicht ausschließen und möchte nicht ausschließen, dass die verschiedensten Quellen besteuert werden können, in einem allerdings viel geringeren Umfang, als der Stefan das vorschlägt. Und das kann natürlich auch dazu genutzt werden, um solche basalen Bedürfnisse zu befriedigen. Und ich glaube, die Ungleichheit zwischen jemand, der ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro hat und der ein Jahreseinkommen von 1 Million Euro hat, das kann sein, dass das die Betreffenden dann auch noch stört und ihr Wohlbefinden irgendwie beeinträchtigt. Das würde mich aus moralischer Perspektive aber relativ kalt lassen, ehrlich gesagt. Das finde ich eigentlich moralisch nicht aufregend, wenn das auf legitime Weise zustande gekommen ist. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, weil das Gleichheitsthema sicherlich noch kommt, Stefan, und dann kannst du, denke ich, nachher deine Position auch noch klar machen, dass wir in den Fragen weitergehen. Ich glaube, der Herr mit dem blauen Pullover. Ja, mir fällt es wirklich schwer, das nachzuvollziehen, das Eigentumsrecht versus Besteuerung. Ich finde es persönlich sehr problematisch, etwas zu besteuern, wenn es nämlich stimmt, dass Eigentum verpflichtet. Und Eigentumverpflichtung heißt, dass die Allgemeinheit zum Wohle der Allgemeinheit ist, eingesetzt werden soll. Die entscheidende Frage für mich stellt sich doch nicht daran, wie die Wirkung ist, sondern die Ursache. Und Sie haben es so ein bisschen angedeutet, in dem Sinne, dass Sie gesagt haben, wie sind eigentlich diese Einkommen entstanden oder diese Werte, diese Vermögen. Und da würde ich denken, dass man eher da rangeht und da überlegt, wie das funktioniert. Weil wenn jetzt jemand den Wunsch hat, etwas zu vererben für eine wohltätige, für einen Zweck oder für einen Tierschutz oder sonst irgendwas, und Sie sagen, naja, das muss aber irgendwie besteuert werden, trotz Freibeträge, dann finde ich das schon sehr, sehr problematisch. Danke. Stefan, hast du was dazu? Oder? Ja, vielleicht ganz kurz. Also erstens ist es natürlich auch jetzt schon so, aber Sie haben natürlich alles Recht, den Status quo, den jetzigen Zustand anzugreifen. Aber auch jetzt muss natürlich Erbschaftssteuer für genau sowas bezahlt werden. Die Frage ist ja in gewisser Weise, um es allgemeiner zu machen, also wenn man über das Thema Erbschaft redet, dann wird das Thema Erbschaft eigentlich nur dann interessant, wenn man davon ausgeht, dass die Ungleichheit, die vorher besteht, wie Frank Dietrich schon gesagt hat, legitimerweise, gerechtfertigterweise besteht. Also wenn wir reden jetzt nicht, also wieder mal ein bisschen plakativ, wir reden nicht über Mafiavermögen und dürfen jetzt die Mafiosi auch noch vererben, ja? Dann würden wir natürlich sagen, deren Reichtum ist sowieso gestohlen. Das Beste, was man damit machen kann, ist, ihnen das wieder wegzunehmen. So. Wir reden jetzt davon, dass es Leute gibt, die nach gängiger Auffassung, da gibt es wahrscheinlich in diesem Kreis unterschiedliche Meinungen dazu, dass ihr Vermögen gerechtfertigterweise erworben haben.
Die haben da auch Steuern drauf bezahlt und deshalb ist auch ihr Eigentum. Also insofern kommt ja das Argument, was Sie gebracht haben, auch häufig zu sagen, ich habe doch schon mal Steuern bezahlt. Ja? Warum muss ich das jetzt sozusagen im Erbschaftsfall nochmal besteuern? Und da, glaube ich, gibt es jetzt zwei Punkte, die man sehen muss. Also derjenige hat Steuern dafür gezahlt, dass er es selber oder sie es selber als Eigentum erwerben kann. Der, im Erbschaftsfall ist es ja eine andere Person. Es ist ja nicht die gleiche Person, die nochmal Erbschaftssteuer, die Erbschaftssteuer zahlt ja in Deutschland wenigstens der Erbe, der das erhält. Und für den ist das ja ein zusätzliches Einkommen. Und der muss das genau wie jedes andere zusätzliche Einkommen versteuern. Und deshalb ist da gar kein sozusagen, wenn ich die Intuition richtig verstanden habe, die Sie ausgedrückt haben, zu sagen, warum soll er das dann überhaupt nochmal besteuern? Also der Erblasser besteuert nicht, wird nicht nochmal versteuert. Und die ganz generelle Punkt, jetzt gebe ich schon ein bisschen an Widerworte zu dem, was Frank gesagt hat. Im Prinzip ist ja so, man muss sich überlegen, wie man Eigentum rechtfertigt. Da kommen wir jetzt sozusagen in philosophische Untiefen. Ja. Aber eine klassische, da scheinen wir uns beide hier auf dem Podium einig zu sein, ist zu sagen, dass man sagt, also was in unserer moralischen und rechtlichen Ordnung wichtig ist, dass wir Freiheitsrechte haben. Freiheitsrechte haben gar keinen Wert, wenn wir nicht die materiellen Güter haben, diese Freiheit noch auszuüben. Wenn ich nicht mehr sicher bin, dass ich, wenn ich nach Hause komme, mein Bett noch vorfinde, dann bin ich in meiner Freiheit stark eingeschränkt. Ja? Da muss ich nämlich die ganze Zeit neben meinem Bett sitzen und aufpassen, dass mir das nicht geklaut wird. Ja? So, insofern braucht man bestimmte materielle Voraussetzungen. Jetzt ist aber der Punkt bei der Freiheit, das scheint relativ breiter Konsens zu sein in dieser Gesellschaft, ist zu sagen, es ist gleiche Freiheit. Also meine Freiheit endet genau da, wo seine Freiheit beginnt. Und das haben wir bei der Corona-Debatte natürlich auch gut mitgekriegt. Ich kann nicht einfach meine gesellschaftlichen Partygelüste oder nicht Maske tragen oder so ausleben, weil ich denke, das ist meine Freiheit, wenn ich seine Freiheit gefährde, weil ich ihn nämlich anstecke. Das heißt, ich muss in meiner Freiheitsausübung immer Schranken berücksichtigen, nämlich dann, wo die Freiheit eines anderen eingeschränkt wird. Und so ist es natürlich auch mit Eigentumsrechten. Wenn ich meine Eigentumsrechte so weit ausdehne, dass der andere gar keine Chancen mehr hat, seine Freiheiten auszuleben, weil ich nämlich übermächtig bin mit meinem Eigentum an der Stelle, dann müssen die Eigentumsrechte aus diesen Gleichheitsgründen, gleichen Freiheitsgründen eingeschränkt werden. Das ist die grundsätzliche Position, die ich dazu vertrete. Vielen Dank. Ich glaube, ein Aspekt der Frage ist sehr klar beantwortet, auch wenn das natürlich weiterhin kontrovers bleibt. Mir schien, wenn ich Sie richtig verstanden habe, noch eine weitere Überlegung zu sein, weil Sie vom Spenden sprachen. Ne? Oder, also Sie haben gesagt, vererben jetzt zum Beispiel an Wohltätigkeitsorganisationen und so etwas. Ob man nicht sagen könnte, ja, es ist vielleicht ja doch eine gute Idee, das sehen wir auch alle, ne, dass also jetzt, wenn ich ein großes Vermögen hinterlasse, dass das eben auch der Allgemeinheit zugutekommt. Aber warum muss das in Form von einer Steuer sein, die sozusagen der Staat an sich reißt? Warum kann das nicht gespendet werden? Ne, also das hatte ich das Gefühl, war auch noch einer Ihrer... können. Genau. Also ist diese Art von Schenkungen, von Spenden, wäre das sozusagen auch illegitim? Also genau. Und ich glaube, da schließen sich dann noch weitere Fragen an. Aber bitte. Also generell zu spenden, natürlich sind Spenden erstmal gut, ist auch eine Tugend, wie Schenken auch. Man muss nur wieder sehen, dass die Spenden ungefähr allen gleichermaßen zugutekommen. Das wäre meine einzige Einschränkung. Da habe ich bestimmte Ideen, wie man das bewerkstelligen kann. Es gibt ja gerade auch in den USA, wenn wir da immer darauf gucken, weil die uns ja in gewisser Hinsicht in der Entwicklung der gesellschaftlichen Ungleichheit voraus sind und wir befürchten müssen, dass wir genau die gleiche Entwicklung in ein paar Jahren auch so hier erleben werden, dann sieht man eben, dass Spenden von Geldern in den USA auch ein extremes Machtinstrument ist. Ja? Also bestimmte Foundations sind eben extrem gesellschaftsmächtig. Das finde ich eben, das hat genau nicht das, also die Bill Gates Stiftung, so gut sie sein mag, hat eben, ist natürlich auch ein Machtinstrument und ist genau nicht das, was Sie jetzt gesagt haben, dass ich den armen Leuten spende. Ja? So, und jetzt ist der einzige Punkt, den Sie, also natürlich finde ich das sehr lobenswert, wenn Sie es jemanden armen spenden. Jetzt ist für die ist es natürlich aber genauso ein Zufall, dass Sie es kriegen und der Nachbar wird sagen, warum kriege ich es nicht?
Wenn man jetzt aber sieht, und das war jetzt so ein, ich habe das nicht ausgeführt, aber wenn Frank jetzt mit Recht gesagt hat, warum muss der Staat immer verteilen, dann wäre es natürlich viel besser, dass wir sagen würden, wenn Sie es einem Ihrem armen Nachbarn spenden wollen, machen Sie doch wunderbar, sollten Sie auch für belobigt werden. Und wir als Staat, als Gesellschaft müssen sehen, dass die anderen dann auch was kriegen. Und dann muss man irgendwie gucken, aber das heißt, Sie können zum Beispiel gegebenenfalls durchaus sagen, ja, aber ich möchte es genau, dass mein Nachbar hat, der war immer so nett zu mir und der soll es jetzt haben und der hat so ein armes Kind und das ist krank und deshalb und so irgendwie was, ja. Und das finde ich eigentlich ein gutes Motiv und nicht zu sagen, es geht an die Staatskasse und dann dreht sich das ganz große Rad und dann kommt irgendwas beim Nachbarn an. Das finde ich, also Spenden in dem Sinne ist gut, es muss nur sehen, dass die Spenden dann nicht ein zufälliger Geldregen für einige und nicht für die anderen sind. Also wieder, der Gleichheitsgedanke ist zentral. Vielen Dank. Ich glaube, die nächste Frage war hier vorne. Bitte? Sie hatten eine Frage, oder? Ja. Dann bin ich jetzt gerne die Quotenfrau. Und die erste jedenfalls. Und zwar hatte ich folgenden zwei Gedanken. Ich hatte den Eindruck, dass jetzt Sie ein bisschen unterschiedliche Ausgangspunkte nehmen, dass Sie auf der einen Seite, Herr Gusepat, da eher bei der Chancengleichheit im Grunde in einem sozialen Raum sind, gedanklich, während Sie vielleicht eher auch bei dieser individuellen Perspektive waren mit dem Eigentumsrecht und dass man quasi seinen Willen fortsetzen kann, antizipieren darf, was damit passiert, was man sich erworben hat. Und da war für mich ein bisschen die Frage, ja, wo sehen wir denn jetzt eigentlich die Instanzen, die über diese Dinge entscheiden? Denn wenn ich das direkt konfrontiere miteinander, dann wäre ja aus der einen Sicht das Individuum die maßgebliche Instanz und bei der anderen Position, da ist es noch nicht so ganz klar, wo Sie da vielleicht sozusagen die letztlich legitime Entscheidungsinstanz verorten würden. Und den Punkt finde ich total interessant. Und der zweite Punkt, der mich bewegt, als offene Frage erstmal ist folgender. Herr Gusepat, Sie hatten ja auch gerade darauf hingewiesen, dass das eigentlich uns so bewegt, weil es eine historische Situation ist, wo die Ungleichheiten so groß geworden sind. Und da frage ich mich, ob Sie beide jetzt sagen würden, aus der Sicht der praktischen Philosophie, der Moralphilosophie, vielleicht auch darüber hinaus, wie kommen wir eigentlich aus der Erbschaftsdiskussion als Thema der Moralphilosophie noch in die Phase davor? Also was tun wir eigentlich vorher als Gesellschaft legitimerweise, damit wir dann legitimerweise nicht mehr über das Erben sprechen müssen, sondern eigentlich die Ungleichheit ja vorher schon stärker in den Diskussionsraum gezogen haben? Ich hoffe, meine Frage war verständlich. Also ich fand schon, ich würde vorschlagen, erst Frank Dietrich, dann Stefan Gusepat. Ja, vielen Dank, absolut verständlich und sehr hilfreich. Ich fange gerne mit dem ersten Punkt an, weil der mir auch besonders wichtig zu sein scheint und mir auch Gelegenheit gibt, auf eine, wie ich glaube, Asymmetrie zwischen unseren Positionen hinzuweisen. Ich glaube, dass es eigentlich jetzt schon so ist, dass man das Recht zu vererben nutzen kann, um unterschiedliche Gerechtigkeitsziele, so wie man sie persönlich sieht, zu verwirklichen. Also nichts hindert ja den Stefan daran, sein Privatvermögen nun so zu vererben, dass damit ein Gleichheitsanliegen oder ein Anliegen der Chancengleichheit gefördert wird. Vorstellbar wäre auch, dass man einen privaten Verein gründet und alle, die Stefans Gerechtigkeitsvorstellung teilen, verpflichten sich ihr Privatvermögen in eine Gusepatsche Stiftung, wenn ich das mal so sagen darf, einzuzahlen, die dann Projekte fördert, die sich um Chancengleichheit oder generell um Gleichheit bemühen. Sein Vorschlag läuft aber letztlich ja darauf hinaus, dass staatlicherseits sämtliche Erbschaften eingezogen werden, auch von Personen, die seine Gerechtigkeitsvorstellung gar nicht teilen. Und das finde ich problematisch, weil wir in dem Bereich ja starke Wertkonflikte haben. Also die Gerechtigkeitsintuition, die du am Anfang zitiert hast, ich teile die nicht so unmittelbar und wir müssten das erstmal empirisch herausfinden, wie genau die geteilt werden. Ich glaube aber, wir müssen das gar nicht herausfinden, weil jeder kann im Grunde jetzt schon gemäß seiner eigenen Gerechtigkeitsvorstellung sein Erbe verwenden. Und das funktioniert aber nur
wenn wir eine individualistische Perspektive zugrunde legen, die es jedem erlaubt, seine eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen auch in der Art und Weise, wie man dann das eigene Vermögen verwendet, zugrunde legt. Und hier haben wir es aber eigentlich in seinem Vorschlag mit einer staatlichen Zwangssteuer zu tun, die allen Gesellschaftsmitgliedern eine spezifische Gerechtigkeitsvorstellung auferlegt. Und das, glaube ich, ist eine Asymmetrie zwischen unseren Vorstellungen. Das sehe ich nicht so. Und zwar, also die Asymmetrie sehe ich schon, aber ich sehe den Unterschied nicht so stark, weil ich denke, auch auf dem Status quo, nämlich dass man jetzt entscheiden darf, wie man für jedes was vererbt, ist da liegt eine bestimmte Gerechtigkeitsauffassung zugrunde, nämlich die, die Frank Dietrich jetzt auch unterstützt hat, dass es das Eigentumsrechte Priorität haben. Und das ist auch staatlich durch staatlichen Zwang so umgesetzt. Ja. Und also insofern kommen wir nicht drum rum, eine staatliche Regelung oder eine Steuerregelung zu machen, so oder so. Die kann jetzt libertärer oder liberaler oder sozialistischer sein, aber entscheiden müssen wir. Und klar, der Philosoph oder die Philosophin entscheidet nicht, ich rede Ihnen nur gut zu und hoffe, Sie zu überzeugen. Und natürlich muss der demokratische Souverän, und das heißt Sie an der Wahlurne mit der Wahl Ihrer Parteien, Ihrer Politiker und dann letztendlich das Parlament entscheiden. Und über so oder so wird das Parlament irgendwie über Steuergesetze entscheiden. Ja? So, also das ist der nicht nur der gängige Weg, sondern ich finde auch philosophisch gesehen der richtige. Das ist nämlich sozusagen unsere eigene Selbstmitbestimmung, also unsere Selbstbestimmung als autonome Wesen führt im politischen Bereich dazu, dass wir kollektiv selbst bestimmen müssen mit anderen zusammen. Und da muss ich mich natürlich der Mehrheitsmeinung praktisch, also wir brauchen ein pragmatisches Kriterium, und das ist die Mehrheitsentscheidung, mit, wenn es nicht an die Freiheitsrechte geht, und dann muss ich mich dem beugen. Und dann kann das natürlich sein, dass ich verliere. Ja? Sieht auch eher so aus, aber so. Den Punkt, den Sie noch angesprochen haben, den finde ich wichtig, weil der nahe liegt. Da würde ich jetzt nur sagen, es ist ja kein Entweder-Oder. Also Sie haben gesagt, müssen wir uns nicht eher darum kümmern, die Ungerechtigkeit schon vorher zu beseitigen. Ja, dann kriege ich aber noch mehr Druck von der liberaleren Seite. Ja? Der Punkt jetzt gerade in der deutschen Situation ist mit der Erbschaftswelle, in der wir ja eigentlich schon irgendwie drin sind. Wenn es uns nicht gelingt, die jetzt zu stoppen, dann haben wir in 10, 15 Jahren so große Vermögen, die auch politisch so massiv wirken werden, dass wir ganz große Mühe haben, genau das zu machen, was Sie jetzt auch fordern, nämlich die Ungleichheit in der Einkommensgestaltung und zu beseitigen. Das ist dann ja, also wir verspielen sozusagen eine bestimmte historische Chance, von der ich jetzt vielleicht mal hoffe, dass wir alle finden, dass ja, mehr oder weniger das Einkommen sozusagen gleicher sein soll, dass die Spreizung des Einkommens nicht so groß sein soll. Aber in dem Maße, in dem sich eben ungleiches Einkommen jetzt eben in Vermögen sammelt und Vermögen in den letzten 20 Jahren viel gewinnträchtiger angelegt werden konnte als Einkommen, das ist mir immer der Fehler passiert. Aber das haben Sie sozusagen ja wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Also der Punkt ist ja, auch in der Corona-Krise haben die Reichen ja gewonnen, während die Armen verloren haben. Und das liegt einfach daran, dass die mit ihrem Vermögen auf dem Kapitalmarkt viel größere Einkünfte erzielen können, als man mit Arbeit erzielen kann. Und das ist genau die Ungleichheit, das wird uns im Weiteren verfolgen. Und deshalb ist es so wichtig, die Erbschaftswelle jetzt zu brechen, weil wir dann noch viel größere Vermögen kriegen, die noch viel größeres Einkommen aus Vermögen ziehen können. Wir leben ja zunehmend in einer Rentiergesellschaft, also wir leben sozusagen von den Renditen des Kapitals. Das ist ja die These von dem französischen Ökonomen Piketty. Und das kommt eben auch, wie auch er selber gezeigt hat, sehr stark hängt das damit zusammen, dass die Leute eben erben. Und in Deutschland haben wir die historische Chance, dass wir noch nicht so weit sind, während eben die anderen westlich-kapitalistischen Länder, weil die den Krieg gewonnen haben, eben 200 Jahre ungebrochene Vererbschaftswelle haben und dementsprechend viel größere Ungleichheiten haben. Und was das bewirkt, sieht man in diesen Gesellschaften. Sie können ja in den USA nicht für gleichere Einkommensverteilung werben. Das versuchen Sie mal in Washington. Da lacht Ihnen jeder ins Gesicht, weil die politischen Machtverhältnisse natürlich ganz anders sind. Und da hängt jetzt ein weiterer Grund zusammen, nämlich also
Geld kann in Chancen übersetzt werden, das ist eine Ungerechtigkeit, aber Geld kann vor allem in politische Macht übersetzt werden und wird auch. Und das heißt, diejenigen werden natürlich versuchen, zu ihren eigenen Gunsten das politische Spiel zu beeinflussen. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht zu große Ungleichheit in diesem Land haben, weil wir dann nämlich nicht mehr alle One Man, One Vote oder One Woman, One Vote haben. Ja, Frank, ich vermute, du willst auch dazu was sagen. Ich würde trotzdem vielleicht auch noch eine Frage nehmen und dann werden wir bestimmt noch dazu kommen. Jetzt gerne. Meine Frage richtet sich an Sie, Herrn Dietrich. Sie haben gesagt, dass die Wünsche derjenigen respektiert werden müssen, die vererben wollen. Ich verstehe es so, ich sage es auch jetzt ganz platt, wenn der Staat eine Person wäre, heißt das für mich so aktuell, dass die Personen, die vererben können, ihre Wünsche werden viel mehr respektiert, aber die Personen, die nicht vererben können, der Staat schaut nur auf ihre Grundbedürfnisse. Ihre Wünsche spielen da keine Rolle mehr. Und was würden Sie dazu sagen? Also da die Wünsche der Reichen, sag ich mal, sind eher wichtig und da muss man die Freiheit respektieren. Aber wenn die Eltern, die nicht vererben können, ihren Kindern überhaupt einen sicheren Obdach wünschen, können das aber nicht tun, das wird nicht so respektiert, würde ich sagen. Vielen Dank für die Frage, ja. Ja, das ist natürlich ein sehr guter und wichtiger Punkt. Also ich muss natürlich voraussetzen, dass Eigentum auf legitime Weise erworben wurde und dass man legitime Ansprüche auf das eigene Eigentum hat und insofern eben auch berechtigt ist, mit diesem Eigentum jeweils eigene Ziele verfolgen zu können. Man kann sich jetzt mal überlegen, wie das aussehen würde, wenn man nun allen Menschen in einer Gesellschaft jeweils die gleichen Möglichkeiten geben würde, über Kapital zu verfügen, damit, das klang auch ein bisschen beim Stefan schon so an, damit Freiheiten dann den gleichen Nutzwert haben. Das würde natürlich bedeuten, dass man permanent jegliche Form von Transaktion und von Ausübung von Freiheiten korrigieren müsste. Man müsste alles wiederum rückabwickeln, um zu diesem angestrebten gleichen Ausgangspunkt wieder zurückzukommen. So, wenn ich eine gute Geschäftsidee habe und damit Geld verdiene, wenn ich bereit bin, mehr zu arbeiten, als das irgendein anderer tut, würde das ja dazu führen, dass ich dann unter Umständen mehr Eigentum habe als andere. Und damit könnte ich dann natürlich auch mehr Ziele verwirklichen. Das müsste dann im Grunde sofort alles wieder korrigiert werden. Und das scheinen mir ganz dramatische Folgen zu sein, wenn man das mal konsequent durchdenkt, was das heißen würde. Und insofern glaube ich, dass man vor allen Dingen basale Grundbedürfnisse befriedigen sollte und insofern Gleichheitsforderungen respektieren sollte, aber darüber hinausgehend auch in einem weiten Bereich Ungleichheiten akzeptieren, die eben eine ganz unvermeidliche Folge der Ausübung von Freiheiten sind. Also ansonsten hätte ich keine Freiheit, wenn ich bei jeder Freiheitsausübung mir überlegen müsste, wie mache ich das denn, dass am Ende wieder alle ganz genau gleichgestellt sind. Also dann brauche ich keine Freiheit mehr. Vielen Dank. Hier haben wir gleich noch eine Frage. Ich würde vielleicht noch, weil das eben auch ein Thema war, auch noch mal zurückfragen. Also mir ist klar geworden, Frank, dass eben für dich grundsätzlich also staatliche Eingriffe rechtfertigungsbedürftig sind und vor allem, wenn sie eben ständig erfolgen und dass vielleicht eben Ungleichheit in deinen Augen ein weniger großes Problem ist jetzt als beispielsweise für Stefan. Wir hatten eben so ein bisschen so diese Abwägung Erbschaftssteuer versus Vermögenssteuer und da würde mich nochmal interessieren, würdest du das auch so sehen, dass also eigentlich die Freiheitseinschränkung, die mit diesen verschiedenen Steuertypen verbunden ist, dass die tatsächlich auch vergleichbar ist? Oder würdest du eben sagen, dass die
also bei dem Erbe noch was Besonderes dazukommt eigentlich und dass vielleicht gerade die Erbschaftssteuer gerade deshalb besonders niedrig sein sollte, weil sie eben so diese über das eigene Leben hinausweisenden Projekte umfasst. Wie, hast du da eine Idee dazu, wie du das gewichten würdest vielleicht? Also Vermögenssteuer ist nochmal eine ganz eigene schwierige Thematik. Ich glaube, da treten nochmal andere Schwierigkeiten auf und werden nochmal andere Argumente relevant. Ich würde vielleicht gerne etwas zum Anfang deiner Frage sagen, zu dem Stellenwert von Gleichheit. Also im Grunde müsste man natürlich viel detaillierter und genauer darüber reden, als wir das gerade getan haben. Also hier waren, glaube ich, auch die ganze Zeit schon unterschiedliche Konzepte von Gleichheit im Spiel. Man kann zum einen eine reine materielle Gleichheit meinen, man kann Chancengleichheit meinen, man kann politische Gleichheit und gleichen Einfluss in der politischen Partizipation meinen. Und im Grunde muss man das, glaube ich, alles separat diskutieren, welche Gleichheit welchen Stellenwert hat. Ich glaube, dass materielle Gleichheit keinen sehr hohen Stellenwert hat, über die gerade schon genannten Grundbedürfnisse hinausgehend. Ich glaube, dass sich sehr viel mehr für Chancengleichheit sagen lässt und natürlich auch für politische Gleichheit. Und bei Chancengleichheit, denke ich, ist es eine Abwägungsfrage, wie tief die Verwirklichung von Chancengleichheit in andere wichtige Güter eingreift. Und das ist, glaube ich, eine ganze Skala von Maßnahmen, die man sich vorstellen kann. Also relativ harmlos, aber ganz wichtig ist zum Beispiel ein Nachteilsausgleich bei Prüfungen an der Universität für Studierende mit Behinderung. Das ist offensichtlich ein Gebot der Chancengleichheit. Das ist sehr wichtig und das kann man verwirklichen, ohne in irgendwelche Freiheitsrechte stark einzugreifen. Am anderen Ende der Skala sind die Eltern, mit denen wir geschlagen sind. Ja, einige haben das Glück, Eltern zu haben, die einen hohen Bildungshintergrund haben, andere haben das nicht. Und das macht natürlich sehr, sehr viel dafür aus, mit welchen Chancen man im Leben startet. Und wenn Chancengleichheit der einzige Wert wäre, den wir verwirklichen wollten oder der alles überragende Wert, müsste man im Grunde auch Familien zerschlagen und staatliche Erziehung einführen, damit dieser Ungleichheitsfaktor nicht wirken kann. Und ich würde sagen, die Erbschaftssteuer, die liegt ein bisschen näher auf dieser Skala an der Zerschlagung der Familie und der Sozialisierung der Elternschaft. Aber darüber kann man natürlich streiten. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass man, glaube ich, sehr sorgfältig von Maßnahme zu Maßnahme überlegen muss, wie stark konfligiert Chancengleichheit mit anderen Gütern und wie viel kostet es uns, bei der Verwirklichung anderer Werte Chancengleichheit zu realisieren. Aber dafür habe ich grundsätzlich wesentlich mehr Sympathien als eine rein materielle Gleichheit. Vielen Dank. Jetzt haben wir hier vorne die Frage. Ja, spannende Diskussion. Und meine Frage geht an Herrn Gosepart. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, mir einen Staat überhaupt vorzustellen, der dann sozusagen die Gerechtigkeit und die Fairness und die gute Verteilung übernehmen kann. Also zumindest kenne ich keine historischen Beispiele, wo das besonders gut gelungen ist. Und das wäre sozusagen die Frage, wie würden Sie diese Leerstelle ausfüllen? Es ist ja gut gegen Ungerechtigkeit zu sein, aber wenn ich es einfach nur einer staatlichen Institution überschreibe, muss man ja immer noch ein Verfahren entwickeln, wie diese staatliche Institution damit umgeht. Und das führt zu meiner zweiten Frage. Besteht dann nicht die Gefahr, dass genau die politischen Mächte, die zu diesem Moment, wo sozusagen die Erbwelle ankommt, an der Macht sind, dieses Geld da eigentlich dazu benutzen, ihre politische Macht zu festigen und vielleicht aus Versehen gar nicht die ursprünglichen guten Ziele, die sie befürworten würden, umsetzt?
Ja, danke schön. Also ich verstehe den Impuls Ihrer Frage total. Ja? Und wir sind jetzt, wie man das in der Philosophie häufig nennt, sozusagen in der nicht idealen Welt. Also die Philosophen überlegen sich sozusagen, wie sähe die ideale Welt aus. Und dann kommen wir auf das Problem, dass es aber in der wirklichen Welt überhaupt nicht so ist, weil wir Menschen alle schwache Menschen sind und nicht nur die bösen Politiker, sondern wir auch. Und deshalb natürlich alles nicht so umsetzen, wie es umgesetzt werden sollte. Konkret zu Ihrer Frage würde ich schon sagen, also was wir jetzt hier machen, ist ja eine philosophische Diskussion, die Sie als Publikum erreichen sollte, und Sie als Publikum sollen dann natürlich ihrerseits wiederum versuchen, auf diesen Staat, und der Staat sind wir, ja, wir leben in einer Demokratie, also auf unsere Gesellschaft Einfluss zu nehmen und die politischen Institutionen in dieser Richtung zu gestalten, also in ihrer Partei zu wirken, entsprechend zu wählen und so weiter. Je mehr Druck die Parteien, jetzt auf Ihre zweite Frage, je mehr Druck die Parteien von der Bevölkerung kriegen, desto stärker werden sie in diese Richtung reagieren. Also wenn das Thema Erbschaft zum Beispiel jetzt stärker auf die Agenda kommen würde, würden Politiker da häufig reagieren. Ganz konkret, ich meine das jetzt nicht nur abstrakt, ganz konkret weiß ich, dass die Parteien also eigentlich sogar sagen, sie würden was gerne in der Erbschaftssteuer machen, nur den Eindruck haben, es kommt im Moment gar nicht bei ihrem eigenen Wahlvolk an. Es ist genau umgekehrt. Die haben Angst vor ihrem Wahlvolk und deshalb passiert nichts. Ja, deshalb fordere ich Sie als Wahlvolk auf, mehr Druck auf Ihre Politiker zu machen, zu sagen, ja, wir würden gerne eine Erbschaftsreform haben. Ja? Erbschaftssteuerreform. Ja, also insofern, das ist, glaube ich, ein komplexer Zusammenhang und Sie haben recht, dass die Sache kann natürlich schiefgehen. Also nur weil ich Staat sage, ist noch nicht der Staat deshalb gerecht. Dass er gerecht ist, liegt ganz Stück weit daran, oder ob er gerecht ist, liegt ganz Stück weit daran, dass wir darauf achten, dass die Politikerinnen und Politiker, die wir wählen und die uns repräsentieren, auch das Richtige tun. Das wird nicht immer ganz einfach sein, weil wir im Saal wahrscheinlich und wir hier oben ja schon unterschiedliche Meinungen haben. Und deshalb muss man natürlich erstens Entscheidungsverfahren haben, habe ich vorhin schon gesagt, wie man das entscheidet. Und zweitens muss man natürlich auch damit leben, dass man eben in der Minderheitsposition ist. Und das ist jetzt, glaube ich, ein Punkt, da ganz generell jetzt nochmal den, komme ich auf das, was Frank zu Chancengleichheit gesagt hat. Man kann natürlich radikalere Lösungen pushen und das habe ich jetzt ein Stück weit auch als Philosoph hier gemacht. Mir ist klar, dass das politisch natürlich jetzt nicht morgen Wirklichkeit werden wird. Da gibt es extreme gesellschaftliche Widerstände. Nicht nur, weil die Eigeninteressen so sind, sondern weil Leute eben auch andere Gerechtigkeitsintuitionen haben und auch andere politische Optionen haben. Das heißt, man muss im zweiten Schritt, in dem politischen Umsetzungsschritt, sich natürlich jetzt nochmal überlegen, welche Kompromisse, welche Ausgleiche sind hier sinnvoll und welche nicht. Und das hat sowohl was ganz Praktisches. Wir sehen dann in der jetzt Ampelkoalition, die müssen auch dauernd Kompromisse machen und wir finden häufig, dass der Kompromiss besonders schlecht ist, weil von beiden sozusagen der schlechtere Teil drin ist. Ja? Also es geht natürlich auch darum, die Kunst des guten Kompromisses zu machen. Aber es ist philosophisch hier eben auch so. Ich meine, deshalb finde ich das Beispiel, was Frank gebracht hat, so gut. Also wenn man jetzt Elternrechte versus Chancengleichheit hat, ja? Dann ist das ein gutes Beispiel. Ich bin jetzt total bereit anzuerkennen, dass es Elternrechte gibt und dass wir auch sozusagen Gerechtigkeitsintuitionen, würde ich sogar haben, warum wir die Familie hochhalten. In Deutschland ist das ja auch im Grundgesetz gesichert. Ist gar nicht so klar, warum das eigentlich so sein sollte, aber man könnte philosophische Gründe dafür geben, nämlich letztendlich, dass es doch wahrscheinlich die Familie, wenn sie funktioniert, großes Wenn, wenn sie funktioniert, der beste Hort dafür ist, Kinder verantwortlich großzuziehen, auch als Gesellschaftsmitglieder. Das scheint wenigstens gegeben, die Alternativen, sozialistische Krippe und so weiter, doch auch im empirischen Vergleich sich bewahrheitet zu haben. Nichtsdestotrotz kann es natürlich nicht heißen, hast du jetzt ja auch nicht gesagt, dass die Eltern mit den Kindern machen können, was sie wollen. Ja? Und dementsprechend muss man jetzt natürlich einen genauen Ausgleich haben, dass man sagt, man will einerseits Chancengleichheit für die Kinder herstellen und gleichzeitig will man die Institution Familie bewahren und die Familie ist eine ungleiche Institution, also sowohl in der Familie als auch zwischen Familien. In dem Moment, in dem man Familie sagt, sagt man Ungleichheit. Ja? Und die radikale Konsequenz würde ich auch nicht ziehen, zu sagen, wir schaffen die Familie ab. Aber dann kommt ein sehr komplizierter Aushandlungsprozess, wie viel Chancengleichheit gewähren wir. Und hier wäre wieder mein Plädoyer zu sagen, ja, anstatt den Kindern von reichen Eltern oder von privilegierten Eltern was wegzunehmen, sollte man natürlich eher die anderen stützen. Und jetzt komme ich wieder auf die nicht ideale Welt. Sie haben das auch ein bisschen angedeutet. Also die Sozialdemokratie bemüht sich seit 60 Jahren, Chancengleichheit im Bildungswesen herzustellen. Und was haben wir? Keine Bildungsgerechtigkeit. Ja? Das ist eben extrem schwierig. Das ist
Also da kann ich sozusagen Ihre Sorge ein bisschen verstehen. Das kann man als Philosoph immer fordern, aber dann denkt man irgendwie, gut, das bemühen wir schon seit 60 Jahren in der Bundesrepublik durch und es funktioniert immer noch nicht. Sie wissen, dass sozusagen die Hochschulzugang und die Hochschulabschluss hängt absolut von dem Bildungsgrad der Eltern ab. Ja. Ja, genau. Aber ich will jetzt nur sagen, klar, der politische Weg ist dann ein ganz mühsamer, und das will ich sozusagen ganz bescheiden sagen. Es ist nicht nur damit, dass wir jetzt hier oben sagen oder Sie jetzt sagen, man sollte so und so machen und dann passiert es auch. Das wird dann nochmal ein sehr mühsames Geschäft, das dann tatsächlich umzusetzen und im Alltag auch sozusagen Bildungsinstitutionen zu schaffen, die tatsächlich bildungsgerecht sind. Ja, meine Frage schließt eigentlich ziemlich genau daran an, und zwar, um vielleicht ein bisschen auf die praktischere oder darin pragmatischere Ebene zurückzukommen, und zwar, also ich verstehe das Ideal vollkommen irgendwie die mehr Gleichheit durch Erbschaftssteuer quasi zu erreichen, aber im Praktischen frage ich mich, ob es menschlich wirklich, also ob es nicht etwas tief Menschliches ist, zum Beispiel sein eigenes Unternehmen, also sein Lebensprojekt quasi halt an seine Kinder weitergeben zu wollen, also oder bestimmen zu dürfen, an wen man das weitergibt, oder dass man sein Haus an seine Kinder vererben möchte, weil Sie haben ja schon angesprochen, ja, es gibt dann so Dinge, da, so persönliche Erinnerungen oder so. Ich glaube, das spielt sehr, sehr viel eine Rolle bei Erbschaften. Ich frage mich dann, ob wir wirklich als Gesellschaft und als Menschen wirklich bereit dafür sind, das zu opfern, quasi, was schon sehr ein menschlicher Teil irgendwie von uns ist, um quasi dieses Ideal, dieses gesellschaftliche Ideal vielleicht mehr anzustreben, der größeren Gleichheit. Vielen Dank für die Frage. Ich habe das Gefühl, das ist eine Frage direkt an Stefan. Und Frank, du meldest dich, wenn du auch noch was ergänzen möchtest. Sehen Sie, ich bin werde ganz nervös, wenn man von menschlichen Bedürfnissen redet, ja, weil ich glaube, das sind sozialisierte Bedürfnisse, ja, also bis auf Nahrungsaufnahme und so weiter, also wenn wir jetzt wirklich von den Fundamentalen reden. Was Sie als natürliches Bedürfnis, ich verstehe das gut, ich bin auch so groß geworden, ja, aber sehen, das ist wir sind gesellschaftlich geprägt, wir finden das ganz normal, ja. Ich fand es auch mein natürlichstes Bedürfnis, Auto zu fahren und zu fliegen. Ja, und jetzt kommt die nächste Generation und sagt, ich darf das nicht mehr. Das ist mein natürlichstes Bedürfnis. Ja, ist eben vorbei mit dem natürlichen Bedürfnis. Das geht eben nicht mehr, ja. So, da gibt es eben jetzt Gerechtigkeitsüberlegungen, Klimaschutzüberlegungen. Da muss ich mich auch anpassen. Selbst in meinem Alter muss ich da noch mal ein bisschen flexibel sein, ja. Sie verstehen den Punkt, ja. Also die Zeiten ändern sich, auch wenn Sie in einer anderen, also ein Einwand, den man anders formulieren könnte, ist, Erbschaftsrecht gab es in weltweit, soweit wir wissen, in allen Gesellschaften. Kommt auch häufig als Einwand gegen mich. Ja, aber in jeder Gesellschaft war es ganz anders. So, und es hat häufig auch ganz andere Funktionen. Dass es ein Erbschaftsrecht gab, hatte meistens einen ganz klaren wirtschaftlichen Grund. Zum Beispiel im Mittelalter oder bis zum ausgehenden Mittelalter, frühe Neuzeit, hatte Erbschaftsrecht die Funktion, den Bauernhof zusammenzuhalten, damit es als wirtschaftliche Einheit funktioniert. Es war gerade nicht jeder kriegt was, sondern die ganze Sache soll zusammengezogen werden. Mit meinetwegen gewissen Ungerechtigkeiten, die wir heute finden, der älteste Sohn hat den Hof übernommen und die anderen gingen mehr oder weniger leer aus. Aber damit der Hof bestehen blieb, war eine Funktion einzeln. Das fanden die damals natürlich. Verstehe ich auch, wenn man 100 Jahre in so einer Gesellschaft gelebt hat, findet man es natürlich. Aber es ist natürlich nicht natürlich und es hat sich dann unter wirtschaftlichen Bedingungen, dass man natürlich jetzt in der industriellen Revolution und danach in einer Lebenszeit allein viel mehr erwirtschaften kann, als der Hof der Eltern jemals wert war, also dass man gar nicht darauf angewiesen ist, hat sich natürlich die Funktion von Erbschaft total geändert. Und deshalb kann man jetzt auch sagen, man braucht gar keine Erbschaft mehr, um überhaupt wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das war im Mittelalter überhaupt nicht so der Fall. Also insofern möchte ich Sie einfach bitten, sozusagen sich zu überlegen, was das natürlich ist, dass das doch irgendwie sehr von den gesellschaftlichen Umständen abhängt. Und jetzt nehme ich noch ein polemisches Beispiel. Also ganz häufig wird gesagt, ist es nicht das Natürlichste der Welt, dass ich meinen Kindern helfen will? Ja, ja. Aber darf ich deshalb zum Schullehrer gehen und sagen, hier haben Sie 1.000 Euro, wenn Sie meinem Kind eine 1 geben im Abitur? Nein, darf ich trotzdem nicht. Ich hätte stark die Tendenz, es meinem Kind einfach zu machen. Darf ich jetzt ein Beispiel aus den USA, darf ich die Zugangszuberechtigung für Stanford einkaufen, weil mein Kind es so nicht auf Stanford schafft und dann gehe ich hin und gebe eben sozusagen eine besonders große Spende und dann wird Stanford, nimmt das Kind dann, wird in den USA gerade diskutiert, die Intuition in den USA ist nicht so klar,
Ich würde sagen, klarerweise geht das auf gar keinen Fall, ist auch eine Bestechung. Aber da sehen Sie schon, wie unterschiedlich das ist. In den USA finden das viele nicht schlimm, das so zu machen. Und deshalb bedingt wenig eben einfach, wir müssen einen gesellschaftlichen Diskurs darüber führen, das tun wir ja auch irgendwie, was sind die Regeln, die meine Freiheit, auch meine Freiheit, meinen Kindern zu helfen, einschränken und was nicht. In bestimmter Hinsicht ist es natürlich richtig, meinen Kindern zu helfen und in gewisser Weise haben meine Kinder auch ein Recht darauf, dass ich ihnen helfe und jetzt nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt gerade so wilde Thesen an der Humboldt vertreten, jetzt musst du sehen, dass du irgendwie zurechtkommst, ja, dann werden die sich auch beschweren, ja. Also insofern, das ist genau ein feiner Aushandlungsprozess, den wir da machen müssen und dafür brauchen wir, glaube ich, auch wechselseitig, das kann keiner von uns alleine, sondern wir sind ja Gott sei Dank zusammen und wir brauchen da, wie in allen moralischen Fragen, auch das Korrektiv durch die Gemeinschaft, die uns irgendwie sagt, hör mal Stefan, das geht aber so nicht. Da werden Interesse von anderen massiv beeinflusst, auf die musst du Rücksicht nehmen. Vielen Dank. Bevor wir weitermachen, würde ich gerne noch eine Warnung aussprechen. Frank wird dazu noch etwas sagen. Wir haben noch 3 Fragen und wir haben uns so auf 8:30 ungefähr so als Zielmarke eingerichtet. Also wenn Sie noch was fragen möchten, dann melden Sie sich sehr, sehr gerne. Aber jetzt als erstes Frank. Ja, bei mir haben sich so 2 Punkte angesammelt. Also zum einen fand ich Ihren Beitrag natürlich ungemein sympathisch und ich finde, Sie sollten sich jetzt nicht nervös machen lassen durch die Antwort von Stefan Gosepart. Also ich weiß nicht, ob das Bedürfnis, sich um das Wohlergehen der eigenen Kinder über den Tod hinaus zu kümmern, ob das etwas Natürliches oder etwas Ansozialisiertes ist. Das kann ich gar nicht entscheiden. Wenn es nichts Natürliches ist, frage ich mich aber, ob das wirklich etwas ist, was wir uns abtrainieren sollten und ob das nicht eine durchaus wünschenswerte Haltung gegenüber unseren Kindern ist, die durchaus moralisch anerkennenswert ist und für deren Verwirklichung auch gewisse soziale Rahmenbedingungen geschaffen werden sollten. Und dann noch ein Punkt zu einer Diskussion, die jetzt schon ein bisschen länger her ist, zu der Bildungsgerechtigkeit, aber es muss sich trotzdem noch loswerden. Ja, klar, in Deutschland haben wir ein Problem mit der Chancengerechtigkeit bei der Bildung. Und es gibt Länder, die kriegen das viel besser hin, die skandinavischen Länder zum Beispiel. Aber das ist nicht deswegen so, weil da die Erbschaft komplett eingezogen wird. Das hat ganz andere institutionelle Gründe. Und insofern glaube ich, leider geht der Punkt nicht an dich. Ja? Nein, so war auch nicht gemeint. Aber stimmt, das hat mit Erbschaft nichts zu tun. Ja. Okay, der Herr mit der Mütze gerne. Ich habe eine Frage an Herrn Dietrich oder vielleicht auch an Sie beide. Steuern sind ja nicht nur dazu da, um Gerechtigkeit zu schaffen, sondern zuallererst, denke ich mal, um Einnahmen für den Staat zu schaffen. Gerade jetzt, wo wir Betriebe retten müssen, wo wir eine Energiewende einleiten müssen, ist das, glaube ich, wichtiger denn je. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir ein bisschen zu kurz kam, wenn man überlegt, dass gerade in Deutschland das Hauptaufkommen der Steuer, glaube ich, aus Arbeit und Konsumsteuern kommt und eben nicht aus Vermögensteuern, was übrigens international immer wieder kritisiert wird. Wenn die OECD auf Deutschland guckt oder so, sagen sie immer, das ist ein Problem, dass ihr so viel Arbeit und Konsum besteuert, aber nicht das Vermögen. Worauf ich hinaus will, ist ja, wenn man über Steuern redet, geht es ja eigentlich immer um ein Denken in Alternativen. Jetzt frage ich mich halt, sind die Freiheitsrechte, die Sie hier in Anschlag bringen, bei der Erbschaftssteuer tatsächlich so viel höher einzuschätzen als die Freiheitsrechte, die in allen anderen Steuerarten, die momentan zur Geltung kommen, sind diese Freiheitsrechte wirklich höher zu bewerten als zum Beispiel das Recht, weiß ich nicht, ich möchte gerne arbeiten und möchte nicht, dass 50% meines Arbeitslohns jeden Monat vom Staat weggenommen wird. Ich möchte eigentlich nicht, wenn bei jeder Konsumentscheidung, die ich treffe, dass der Staat dort zugreift und so weiter. Also da würde mich wirklich interessieren, wie Sie einerseits gewissermaßen diese Freiheitsrechte gegeneinander stellen in Ihrer Argumentation und zum anderen haben Sie, glaube ich, bisher noch nicht so richtig auf diesen Punkt mit der Vermögenskonzentration reagiert. Es ist ja ein Naturgesetz, dass Vermögenskonzentration steigt, wenn man nichts gegen sie tut. Nun sagen Sie, Vermögenssteuer ist ein Problem, geht nicht. Dann frage ich mich so ein bisschen, sagen Sie einfach, wir lassen das laufen, also wir machen gar nichts. Oder aber haben Sie vielleicht noch eine dritte, bessere Idee? Also zu Vermögenssteuer habe ich eigentlich noch gar nichts gesagt. Ich glaube, das ist erstmal noch ein anderes Thema als das, über das wir hier gerade sprechen. Also ich spreche
jetzt nicht das Recht, dem Staat das Recht ab, überhaupt Steuern zu erheben. Also der Vorschlag, den wir hier diskutieren, sieht ja so aus, dass eine bestimmte Aktivität, nämlich das Vererben, zu 100% besteuert werden soll und insofern ganz ungleich besteuert werden soll als so viele andere Aktivitäten, die auch besteuert werden. Und hauptsächlich habe ich dagegen argumentiert, dass das Vererben von Vermögen so einen Sonderstatus im Vergleich zu anderen Aktivitäten hat, wie Konsum oder Erwerb von Einkommen durch Erwerbstätigkeit, die es rechtfertigt, hier eine 100%-Steuer zu erheben. Und dann müssten wir natürlich, und da hätten wir wahrscheinlich sehr unterschiedliche Vorstellungen, eigentlich darüber reden, welche Aufgaben sinnvollerweise vom Staat übernommen werden und welche eher nicht, denn das bestimmt ja irgendwie auch den Umfang der Besteuerung, der dann letztlich überhaupt notwendig ist. Aber ich würde natürlich nicht bestreiten wollen, dass es überhaupt sinnvolle Staatsaufgaben gibt. Schon der Schutz des Eigentums erfordert natürlich auch, dass Eigentum besteuert wird. Ja, das ist ja ganz klar. Und ich hatte ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich aus verschiedenen Gründen auch glaube, dass wir zumindest einen basalen Sozialstaat finanzieren müssen. Dankeschön. Vielleicht jetzt, um den Weg des Mikrofons abzukürzen und Jasta, und dann gehen wir hier auf die andere Seite. Dankeschön. Ich versuche es kurz zu machen. Ich wollte Stefan Gosepart auch einmal auf eine offene Flanke aus meiner Sicht noch ansprechen, nämlich ich finde, das ist auch ein bisschen schon angeklungen, nämlich wie sieht dieser Zugriff des Staates aus, der das reguliert? Also ich hatte das bei Anna Strasser eben auch so verstanden. Ist das nicht so sympathisch die Gerechtigkeitserwägungen alle sind? So unsympathisch ist unter Umständen ein Staat, der das durchsetzen kann. Also, und das klang ja auch bei Frank Dietrich an. Ich finde, das ist die eine Überlegung, die ich eigentlich am stärksten fand von Frank Dietrich, nämlich wie soll das genau in der Umsetzung aussehen? Also wie soll ein Staat aussehen, der diese Befugnisse hat, in dieser Weise schon eben vor dem Ableben von Menschen in die Vermögensverteilungsmechanismen, beispielsweise über Dienstverträge oder sowas, Schenkungen, einzugreifen? Und wollen wir so einen Staat haben? Das würde mich interessieren. Ja. Ja. Also vielleicht sehe ich das Problem noch nicht so ganz. Also ich meine, ich sehe das Problem mit dem starken Staat. Und dass man natürlich dann sagen kann, und wenn der starke Staat ein korrupter Staat ist und ein ungerechter Staat ist, will ich dann sozusagen, dass mein Geld statt irgendwie meinen Enkelkindern zugute zu kommen oder meinen armen Nachbarn dann an diesen Staat geht, der damit dann irgendwie, ich weiß nicht was, Kriege führt oder sowas. Ja, aber was immer das schreckliche Szenario ist. Das verstehe ich total. Und deshalb hängt alles davon ab, dass natürlich in diesem Modell, in dem Sinne ist es ideale Theorie, jetzt wieder sagen können, der Staat hat irgendwie erfüllt vielleicht mehr als minimale Gerechtigkeitsstandards. So, das ist, davon gehe ich aus. Wenn das nicht so ist, dann ist das ein Problem. Das andere ist, ich glaube, der Erbschaftsfall ist in vielen Fällen ein relativ einfacher für den Steuerstaat, weil die Übertragung der Erbschaft muss notariell gesichert werden. Und das ist natürlich genau der Moment, wo der Steuerstaat auch zugreifen kann, während ein praktisches Problem bei Vermögensteuer ist, ich habe es noch nicht ausgesprochen, ist das Geld schon weg. Ich bin trotzdem für Vermögensteuer, aber nur, das ist ein praktisches Problem. Große Teile des zu vererbten Vermögens sind aber natürlich Immobilien, Industrieunternehmen und so weiter und so weiter. Das heißt, da kommt der Staat im Prinzip ziemlich gut ran. Also die praktische. Jetzt ist die nächste Frage, wollen wir in der Tat jemanden, also nicht vor, das ist natürlich nicht vor dem Tod, aber im Falle des Todes wird die Frage sozusagen, was passiert jetzt mit dem Haus, was passiert jetzt mit dem Eigentum? Und dann die Antwort darauf wäre eben, es geht eben sozusagen in die staatliche Verfügungsmasse und wird dann umverteilt. Ich würde jetzt eben sagen, Steuern sind normalerweise nicht sozusagen ihr Markt, aber der Idee nach zu sagen, dieses Steueraufkommen soll dafür genutzt werden, diejenigen zu fördern, die eben besonders schwach sind. Also da muss ein Chancengleichheitsmoment sozusagen eigentlich eingebaut sein. Das wäre die Grundidee. Also der Staat kann das Geld nicht einfach nehmen und damit machen, was er will, sondern die Grund, und das muss aber dann natürlich wieder demokratisch beschlossen werden. Also das ist so die Grundidee. Jetzt ist die Frage, was wäre unattraktiv an einem solchen Staat?
die Einschränkung der persönlichen Freiheit. Dafür würde ich eine Ausnahme machen. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand im Testament sagt, es soll an meine armen Nachbarn gehen, dann wird der Staat sagen, ja okay, der arme Nachbar ist tatsächlich ein Bedürftiger. In gewisser Weise im großen Umverteilungsrat hätte der arme Nachbar sowieso was kriegen sollen. Wenn das jetzt so direkt geht, dann lassen wir das zu, als auch ein Ausdruck von einer persönlichen Anerkennung oder Schenkung oder eines Bezugs, sehen aber zu sozusagen, dass die jetzt nicht überproportional zu denen kriegen, die alle anderen kriegen. Insofern käme da dann immer natürlich ein Gerechtigkeitsgesichtspunkt mit rein. Das ist natürlich die Einschränkung. Also du kannst natürlich jetzt nicht also große Vermögen dann an eine Einzelperson geben, selbst wenn die Einzelperson am Anfang bedürftig ist, wenn sie danach dann Milliardär ist, dann ist der Gleichheitsgesichtspunkt wieder verloren. Und jetzt ist die Frage, ja, wollen wir so einen Staat? Da sage ich, ja, so einen Staat wollen wir. Wir wollen nämlich mehr, also sage ich, plädiere dafür, mehr Gleichheit, weil es uns insgesamt als Gesellschaft und im Zusammenhang wesentlich stärker nutzt und unseren Gerechtigkeitsintuitionen entspricht. Vielen Dank. Wir haben noch zwei Fragen hier. Der Herr mit dem schwarzen Hemd wartet schon eine ganze Weile. Ja, vielen Dank. Ist vielleicht ganz gut, dass ich jetzt an dieser Stelle dran bin. Meine Frage führt vielleicht ein bisschen weg von Besteuerung und Gerechtigkeitsfragen. Sie haben am Anfang über die Rechtfertigung des Vererbens gesprochen und sozusagen dem Recht zu erben, das sich vielleicht irgendwie aus familiären Verbindungen speisen könnte, zurückgewiesen. Ich habe mich dann gefragt, kann man dann noch sowas annehmen wie ein Pflichtteilsrecht eigentlich oder müsste man dann vollkommen auf die Testierfreiheit setzen? Wie gesagt, ist eine Frage, die vielleicht ein bisschen... Ich habe das akustisch nicht vor. Worauf müsste man verzichten? So auf so ein Pflichtteilsrecht, dass Kinder, nahe Verwandte eben einen Anspruch haben, etwas zu erben, obwohl da vielleicht kein Wille des Vererbenden oder des Erblassers hintersteht. Entfiele bei meinem Vorschlag natürlich ein Pflichtteil, klar. Ist auch eine Besonderheit eines bestimmten Rechtstyps, dazu gehört Deutschland, aber wie Sie vielleicht wissen, angelsächsische Länder haben keine Pflichtteilregelung. Und da merkt man dann auch, wenn Sie mit Amerikanern zum Beispiel oder Engländern reden, die finden das ganz komisch, die finden das eine Einschränkung, Entschuldigung, ich will dich da jetzt gar nicht in die Ecke drängen, aber sozusagen der Freiheit, dass das gesetzlich, ja, also ein Amerikaner sagt, wie schlimm ist das, dass der Staat mir vorschreibt, dass ich meinen blöden Kindern was geben muss. Ja, apropos natürlich. Ja. Da sehen Sie, worauf ich nur will, die Leute sind eben 100 oder 200 Jahre in dieser Rechtsordnung groß geworden und finden das eine ganz komische Sache, wenn sie hören, bei uns in Deutschland geht das andersrum. Während wir wiederum finden das, verstehe ich auch sozusagen ganz natürlich, dass man den Kindern was geben muss. Ja. Also da werbe ich halt einfach dafür zu sagen, man ist immer auch ein bisschen das Kind seiner eigenen Rechtsordnung. Und deshalb lohnt sich der Blick einfach auch mal über den Rand heran und zu sehen, wie andere Rechtsordnungen aussehen. Und dann denkt man, ja klar, die haben auch ein Erbrecht, aber das sieht auf einmal ganz anders aus. Und das weitet schon allein auch philosophisch den Blick zu sagen, ja, haben wir jetzt Kriterien zu entscheiden, ob die eine Rechtsordnung eigentlich besser ist oder die andere? Oder ist das einfach ein historischer Zufall? Franks Replik. Ich will nur kurz sagen, dass ich tatsächlich in dieser komischen Ecke stehe und sogar ich glaube auch gute Gründe zu haben, mich in dieser Ecke aufzuhalten. Ich habe mich tatsächlich in der Vorbereitung gefragt, was eigentlich diesen Pflichtanteil in der deutschen Rechtsordnung rechtfertigt. Und mir sind keine guten Argumente eingefallen. Also vielleicht müsste man da noch viel tiefer in die Entstehung dieser Rechtsnorm graben und manchmal findet man dann ja gute Argumente, die man so gar nicht auf den ersten Blick sieht. Aber ja, so aus dem Stehengreif würde ich auch sagen, eigentlich sehe ich überhaupt keine guten Gründe dafür, warum die Kinder jetzt einen besonderen Anspruch auf einen Pflichtteil haben sollten. Denn das schränkt natürlich wieder, in der Tat, die Freiheit des Erblassers ein. Dankeschön. Als letzte Frage hinten. Der Herr. Wie mein Vorredner bin ich auch an dem Satz noch ein bisschen hängen geblieben von Herrn Dietrich. Jeder hat das Recht zu vererben. Und meine Frage ist, was kann in der Gesellschaft passieren oder was muss in einer Gesellschaft passieren, damit die Philosophie diesen Satz hinterfragt und überlegt, ob der vielleicht noch ergänzt werden müsse? Also ich nehme das Beispiel des demografischen Wandels, dass
einkommensstarke Familien das Kinderkriegen statistisch gesehen häufiger aufschieben oder auch sogar aufheben, aus allen möglichen Gründen. Und einkommensschwache Paare statistisch gesehen sehr viele Kinder erzeugen. Und wenn man das von Generation zu Generation über viele Generationen weiterdenkt, dann ist sozusagen irgendwann eine Situation, in der ein Kind vielleicht ja, 5 Geschwister hat und 40 Cousins oder Cousinen. Und wenn dem Kind dann gesagt wird, es habe das Recht zu vererben, dann antwortet es sozusagen, das ist ja schön, aber es ist einfach schon so oft geviertelt oder gefünftelt worden, es ist nicht mehr viel übrig, während vielleicht auf der anderen Seite ein Erbe dann jedes Mal zu 100% oder zu 50% an Nachkommen weitervererbt wurde. Und das bringt mich eigentlich zu der Frage, ab wann sieht die Philosophie genügend Gründe, einen solchen Satz zu hinterfragen, ob er angepasst werden muss. Also zum Beispiel, jeder hat das gleiche Recht zu vererben oder jeder hat das Recht, ein Minimum zu vererben. Irgendetwas in dieser Art. Bitte. Also ich glaube, es gibt viele Rechte, die uns auch wichtig sind, die nicht damit einhergehen, dass wir auch die Möglichkeit zur Rechtsrealisierung haben. Und darauf zielt ja im Grunde Ihre Frage ab. Sie sagen, was, wenn ich Sie richtig verstehe, was nützt es mir, ein Recht zu vererben zu haben, wenn ich über so wenig Eigentum verfüge, dass das eigentlich gar nicht der Sache wert ist. Aber wir haben in vielen Bereichen Rechte, die sehr wichtig sind, die nicht gleichzeitig mit Realisierungsbedingungen einhergehen. Also denken Sie an das Recht zu heiraten. Das ist ein wichtiges Recht und das garantiert Ihnen, dass der Staat Ihnen nicht verbietet zu heiraten. Das heißt aber nicht, dass Sie einen positiven Anspruch auf irgendeinen Partner haben, schon gar nicht auf irgendeinen bestimmten Partner. Oder noch kritischer, darüber wird viel diskutiert in anderen Kontexten, das Recht auf Emigration, das ja auch ein Menschenrecht ist, das geht nicht mit einem Recht auf Immigration in ein anderes Land einher. Das heißt, Sie können ein Recht auf Auswanderung haben, das verpflichtet aber keinen anderen Staat dazu, Sie auch aufzunehmen. Und auch da wird diskutiert, naja, was mache ich denn mit dem Recht auf Emigration, wenn ich das gar nicht dazu nutzen kann, irgendwo auch anzukommen. Aber dennoch würde ich sagen, darüber kann man dann streiten, aber dennoch würde ich sagen, es ist nicht sinnlos, das Recht auf Emigration zu haben, auch ohne ein korrespondierendes Recht irgendwo anders aufgenommen zu werden. Denn das ist erstmal eine wichtige Voraussetzung dafür, überhaupt aus dem Land herauskommen zu dürfen. Ja, und insofern sind auch diese Rechte, die nicht mit Verwirklichungsbedingungen notwendigerweise einhergehen, für sich genommen schon grundlegend wichtig und können das in vielen Fällen sein. Vielen Dank. Wir sind jetzt so zeitlich, glaube ich, an einem ganz guten Punkt angelangt. Ich würde jetzt vielleicht noch eben eine Abschlussfrage euch beiden stellen. Und ich habe jetzt gedacht, vielleicht nicht so ein Schlussplädoyer. Ich glaube, ihr habt eure Position schon sehr, sehr klar gemacht. Vielleicht könnte man eher jetzt drüber nachdenken, gibt es irgendeine neue Erkenntnis, die ihr von heute Abend mit nach Hause nehmt? Irgendeine Idee, die jetzt dazugekommen ist? Wenn das nicht der Fall ist, vielleicht auch irgendwie ja, eine Nuance, eine kleine Verschiebung oder aber ihr sagt, in dem und dem Punkt, ja, da fühle ich mich, gehe ich heute bestärkt sozusagen heraus. Nehmt ihr irgendwas Neues mit oder fühlt ihr euch in irgendwelchen ja, Gesichtspunkten besonders ja, gestärkt sozusagen? Also ich fange einfach mal an. Ja? Meine Reaktion, also was ich jetzt mitnehme aus der Diskussion ist einerseits, und das deckt sich glaube ich ein bisschen mit dem, was Frank gesagt hat und auch aus dem Publikum, dass man sagt, also das Vererben, bleibt mal dabei, weil es natürlich was sehr Griffiges hat, aber ich mache es in Anführungszeichen, ist was Natürliches. Und das heißt, diejenigen, die einschränken wollen wie ich, die haben eine stärkere Argumentationslast.
Das sehe ich, glaube ich, auch. Ich glaube, ich kann die Last tragen, aber trotzdem sehe ich den Punkt erstmal. Und vielleicht muss man das auch deutlicher machen. Da ist erstmal was prima facie sehr Plausibles dran zu sagen, dass ich das, wie beim Schenken natürlich auch. Ja. So, das finde ich gut. Und der andere Punkt, das gebe ich ja, das würde ich sofort zugeben, ist natürlich immer, dass alles an der Annahme hängt, dass wir einen mehr oder weniger gerechten Staat haben, der keinen Unsinn mit diesen Sachen macht. Und das ist natürlich eine, wenn wir uns jetzt umgucken in der Welt, eine doch sehr brüchige Annahme. Und deshalb kann man natürlich auch sagen, wofür ist das Ganze gut, wenn man irgendwie gar keine praktischen oder politischen Realisierungsbedingungen mehr hat. Ganz so pessimistisch bin ich nicht und ich finde, es ist auch eine Aufforderung an uns, aber ich sehe auch irgendwie den Punkt, dass das an einer starken Prämisse hier hängt, die irgendwie jetzt tatsächlich nicht mehr allgemeine Plausibilität beanspruchen kann, wenn man so die Nachrichten guckt. Aber ich bedanke mich da ganz herzlich für. Das finde ich nochmal gut, dass diese Punkte so stark gemacht worden sind. Ja, danke dir für die Schlussstimme. Frank, würdest du noch irgendwas? Ja, es wäre natürlich wahnsinnig unsympathisch, wenn ich mich nur bestärkt fühlen würde. gut, mir ist, glaube ich, wieder mal klar geworden, dass ich noch gründlicher und differenzierter über unterschiedliche Arten von Gleichheit nachdenken muss. Ich bin mir auch noch immer nicht sicher, ob ich da eine vollständig kohärente Position entwickelt habe. Und wahrscheinlich der schwierigste Punkt für meine eigene Position, der auch dankenswerterweise in verschiedenen Nachfragen zum Ausdruck gebracht wurde, ist, glaube ich, die Schwierigkeit deutlich zu machen, worin denn der Wert von Eigentumsrechten für diejenigen liegt, die gar nichts haben. Das haben Sie ja vorgebracht und auch, glaube ich, in der letzten Frage kam das zum Ausdruck. Und das ist natürlich keine ganz einfache Aufgabe aus einer liberalen Perspektive. Aber ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich fand die Diskussion sehr schön und ich glaube, da sind auf jeden Fall viele wichtige Punkte zur Sprache gekommen und vor allen Dingen auch die Kontroverse ist, glaube ich, sichtbar geworden. Ja, dem möchte ich mich jetzt noch anschließen. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier hingekommen sind, dass Sie mitdiskutiert haben, so viele Fragen hatten. Und euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier diskutiert habt, eine Kontroverse. Und ich denke mir irgendwie, es wäre schön, wenn so ganz viele gesellschaftliche Diskussionen so aussehen würden, wie sie hier heute Abend ausgesehen hat, nämlich irgendwie auf einem sachlichen, freundschaftlichen, in der freundschaftlichen Atmosphäre, trotzdem immer um die Schärfe des Arguments bemüht und ja, trotzdem irgendwie eine Kontroverse eben auch aushalten zu können, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges demokratisches Gut und ich finde es sehr, sehr schön, dass wir das heute hier so wunderbar realisieren könnten. Und das ist ganz wichtig, euer Verdienst, aber auch ihr Verdienst, die Sie alle hier waren. Ganz herzlichen Dank für den schönen, anregenden Abend. Ja, danke, Paulus. Applaus